Ja, Kinder. Hola. Oh. Ja, mach ich. Ich kenne mich nicht aus. Servus. Ja. Wie gesagt, jetzt ob das eine gescheite Idee ist, dass uns zwei da aufsetzen. Und da haben wir pass auf. Folge so. Besuch unter der Leitung von Dieter Müller und Umpire Christoph Habicher hier. Wir haben Dirk Kupka als Headlinesman, Patrick Wasle als Linesman, Backchart. 1-2 Test, hallo. Und also check. Ausbildung, der was? Ist noch in wir haben keinen Mute, das heißt, alles, was wir reden, Kubi, hören. Max, das habe ich schon mal herzlich willkommen, die Referenz des heutigen Nachmittags. Ich würde sagen, nachdem es ein bisschen länger dauern wird, dass mit dem Ehrenkickoff und das alles okay. Du, in Ordnung hat, fangen wir mal an und begrüßen die Gäste, die Danube Dragons 2. Einen wunderschönen Nachmittag aus dem schönen Ebenfurt. Ich, Kurt Schalk, und mein Co-Moderator, Christopher Hackl, hallo. Freuen uns ziemlich, dass wir euch heute begrüßen dürfen bei der Season-Eröffnung der Mustangs gegen die Danube Dragons 2. Ein ganz interessantes Spiel. Haben sich ja vor einer Woche schon mal getroffen. Da war es ein knappes Spiel, wo die Mustangs dann doch mit 2 Scores davonziehen konnten. Und heute werden wir mal schauen, wer besser adjusted hat, wer sich besser vorbereitet hat. Ja, das ist mit Sicherheit einmal ganz, ganz wichtig. Wir haben ja heute ideales Footballwetter. Die Range ist gut gefüllt. Ja. Und wird hoffentlich noch voller werden. Und ja, ich bin gespannt, was heute passieren wird. Und ich freue mich auf ein schönes Spiel. Und Dragons machen sich schon bereit für den Einlauf. Spielern, solider Roster, Mustangs mit 44, auch sehr ausgewogen eigentlich. Absolut, der Roster so, ziemlich gleich, aber schauen wir mal, wie sich das dann am Feld niederschlagen wird. Ich glaube, wir haben so viele alte Coaches gehabt oder wir haben so lange gespielt, 11 Leute stehen am Feld und die 11 Leute müssen es fertig bringen. Ja, man kann wechseln, aber wie sind die Leute vorbereitet, wie nehmen sie es ernst, sind die Spieler fokussiert? Letzte Woche gab es für die Dragons eine Niederlage. Ich glaube, dass die da schon sehr begierig darauf sind, das auszumerzen als Absteiger aus einer Division. Und für die Mustangs, der Sieg war gut. Hat was ernst genommen noch einmal. Ja. Aber ich denke schon, dass die Coaches, dass der Coach Wirtl da die richtigen Worte gefunden hat. Und jetzt kommt auch schon der Einlauf. Plus ein Revival. Es werden die Broncos geehrt. Verein, wo doch eine ziemliche Freundschaft bestanden hat. Die leider heuer nicht mehr fähig waren zu spielen. Und die stehen Spalier. Applaus fürs Heimteam. Sagen, wenn ich das so sehe, als ehemaliger, da kribbelt schon ein bisschen. Also das ist schon so, das kann ich nicht verleugnen. Ich glaube, das geht jedem so, der mal gespielt hat, auch mit dem Alter. Aber ja, ich glaube, wenn das Alter nicht wäre, hätte jeder ewig spielen. Das ist richtig, ja.
Na, irgendwann ist genug und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann darf man sich auch zurücklehnen und von oben herab genießen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, also die Stimmung ist gut. Es ist ein, wie gesagt, das, was der Verein in kurzer Zeit da auf der Range aufgebaut hat. Es ist ein solider Game Day, die Gastro ist spitze, es ist gut besucht, die Parkplatzsituation ist gigantisch. Also eine richtig perfekte Anlage und es ist ein herrliches Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, ein bisschen Wind. Also einem guten Spiel steht da nichts im Wege. Es sind auch schon die Captains, die gehen auf Seiten der Mustangs, ist es die Nummer 3. Der Valentin Sagel, die Nummer 40. Der Roland Adelpoller, die Nummer 90. Karl Kopnitz, einer fehlt mir noch, die Nummer 23. Philipp Doppler. Schauen wir auf die Captains der Dragons, die Nummer 44. Philipp Reiter, die Nummer 10. Adoran Odal. Nummer 87, Philipp Pareis und die Nummer 21, Joshua Haller. Der Mann mit der weißen Kappe, der Head Ref, führt jetzt den Coin Toss durch. In Kürze wird also entschieden, wer den Ball annimmt, also der Receiving Team und wer den Ball kicken wird, also das sogenannte Kicking Team. So, jetzt gerade die Nummer 3. Der Sage hat schon angedeutet, Mustangs haben gewonnen und entscheiden sich fürs Ballrecht. Das heißt, sie kommen mit ihrer Offense aufs Feld. The Dragons, they won the toss. Ah. The third, the second half. Also Dragons haben gewonnen, haben abgelehnt, Second Half Option, sie wollen danach den Ball nach der Halbzeit. Miss Christine Brandsberger from the former Team Broncos, please do us a great favor and kick the ball off. Ladies and gentlemen, another shake hands, bring your teams, place the ball. Wir haben jetzt auch noch einen Ehrenanklick von der Präsidentin der Broncos, die Christine Brandsberger. Ich habe bis in den Ärmel auch wirklich schwer dafür gekämpft, dass mit dem Verein noch was weitergeht, aber es war dann leider nicht mehr möglich, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ist auch, glaube ich, schwer in der Nähe von Wien. Also da haben die Mustangs da draußen schon einen guten Platz gefunden, Zuzugsgebiet, es boomt, die Leute sind her. Und das sieht man dann, glaube ich, auch an der Größe vom Team. So, es wird also in Kürze losgehen. Die Mannschaften beziehen Stellung. Vorher noch also der Ehrenkick. Als Returner machen sich bereit Philipp Klaner und Florian Benesch. Das ist auch ein ziemlich eigener Job, so Kick-Returner. Ich glaube, das muss auch ein eigener Mensch sein. Das muss man wollen. Also sich da runterlaufen und dann wen fangen, das war mir immer lieber. Also, ich wäre immer lieber der getackelt hat, als der getackelt wurde. Richtig. Also dann, wie du gesagt hast, das muss man wirklich wollen. Und jetzt, wie gesagt, noch der Ehrenankick. Ja, wunderbar. Für einen Onside-Kick in the hole wäre es ganz okay. Ja, absolut. Präsidentin der Kloster Neuburg Broncos. Und in Kürze geht es jetzt also los. Die Ebenfurt Mustangs gegen die Danube Dragons 2. Die Nummer 16 der Danube Dragons. Die Nummer 16. Michael Eberharter macht sich bereit zum Kick und wird somit das erste Viertel eröffnen. Ich wünsche uns auf jeden Fall ein schönes, spannendes Spiel. Ja. Und ja, ich freue mich auf vier interessante Viertel. Jetzt machen wir noch mal kurz einen Lautcheck. Und schauen wir mal, wer sich heute auf der Range durchsetzen wird. Wo sind die? Die Fans sind auf jeden Fall schon da, das kann man hören. Ja.
Man hat schon Coaches von anderen Teams gesehen, also da wird auch schon gescoutet. Tiefer Kick. Aufgenommen. Kann den ersten Tackler, bricht auf die Outside. Guter Return. Guter Return an die 34. Solider Return und eine gute Ausgangslage für die Gastgeber für den ersten Drive. Absolut, ein guter Start für die Mustangs, die jetzt mit der Offense aufs Feld kommen. First down an der 31. 31, gut. Von der Seite, von unserer Seite ein bisschen schwer zum Sehen, quer übers Feld. Gut, wir haben jetzt erst und 10. Erst und 10, wir haben eine Wing-Formation. Running back geht in Motion, der Wing. Ballübergabe auf die Nummer 40. Nein, gut, gut. Wunderschöner Spielzug, ein absolut toller Spielzug. Wir haben eine Play-Action auf die Nummer 40, die sogar uns als Moderatoren ziemlich gefakt hat. Und danach haben wir einen schönen Post, das heißt eine Route, die in die Mitte des, Feldes ist, offen, gut gefangen und ein absolut toller Raumgewinn. Ja, der Receiver in dem Fall war unsere Nummer 12, Philipp Janer, der den Ball hier wunderschön gefangen hat. Aber man muss sagen, auch ein ebenso guter Wurf von Valentin Sagel. Wir haben eine Trey-Formation. Ein Tight End in der Trips, hoher Snap, gibt den Ball ab und ein sehr powervoller Lauf von der Nummer 40. Ja, ich glaube, der Rolle, da kommt schon einiges auf dich zu, vor allem die Defense der Dragons ist ziemlich jung, zwar schnell, aber doch eher leichter und wenn dann so die Nummer 40 aka Mike Olstead auf dich zukommt, das ist halt eine andere Art von Football. Der wird halt ausgepackt. Das ist absolut richtig. Das tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Wieder Ballübergabe, aber gut aufgepasst, wirklich gut aufgepasst von der Line. Tiefer Tackle, Beine rausgenommen. Man muss halt ehrlicherweise sagen, immer geht es halt auch nicht. Ja. Die Defense hat hier gut aufgepasst und hat das überzuckert sozusagen, was jetzt kommt. Aber nichtsdestotrotz, Roland Adelboller ist eine Geheimwaffe. Ja. Also wenn der in Bewegung kommt, da bewegt sich schon einiges. Naja, wenn der im Backfield steht, ist glaube ich, so viel geheim ist da nichts mehr. Na, so viel ist. Geheim kannst du eh nicht. Das stimmt schon, aber... Wir haben die Motion von Doubles. In eine Trips. Snap. Wir hatten einen Snap, hatten einen Fade auf der Single Receiver Seite. Gute Pass Protection. Der Spieler, der durchgekommen ist, wurde vom Running Back aufgenommen, aber ein bisschen überworfen. Keine Chance für unseren großen David Illinger, der hier als Receiver bereit stand, aber ein bisschen überworfen von Valentin Sagel. Weil die One-on-One, die hat er, also die Manndeckung auf der Single-Seite, hat er eigentlich schön geschlagen gehabt. Sind wieder in einer Wing-Formation. Ball wird abgegeben. Ja, da sind wirklich schöne Spieler dran, aber das ist einfach Power, was auf dich zukommt. Wir haben Dritter und Goal. Vierter, glaube ich. Vierter und eins. Ja, ich meine, es ist früh im Spiel. Die Line macht eigentlich einen guten Job, also warum nicht? Man entscheidet sich hier, es auszuspielen, nicht aufs Field Goal zu gehen. Guter Snap. Option. Und drinnen! Absolut toller Spielzug, wir haben eine Speed-Option. Was man sagen muss, das ist halt der Valentin, jeder der mal gegen ihn coacht und gegen ihn schemen musste. Der Valentin ist das sehr unangenehm, weil er extrem mobil ist, extrem athletisch ist und weil der die Option eigentlich zu Perfektion laufen kann. Ja. Er hat das von klein auf gelernt, damals noch bei den Rangers. Und der macht ihn mit diesem Spielzug, da musst du dir wirklich überlegen.
Oh, Snap gefumbled. Wird aufgenommen, aber ich glaube, oh, nicht abgepfiffen. Okay, jetzt ist abgepfiffen. Gut, ich denke nicht, dass es, ihn gut geben. Warten wir ab, was denn. Ja, so schön jetzt das Ganze war, hatten wir leider jetzt einen Snap-Fumble. Also der Holder konnte den Ball wirklich nicht sichern. Ja, es ist nur ein Punkt, aber sowas können Sie im Laufe von dem Spiel dann halt leider rächen. Aber nichtsdestotrotz war es ein sehr souveräner erster Drive, würde ich sagen. Absolut, absolut guter Start. Wir haben Pässe gesehen, wir haben gute Runs gesehen. Also es fängt schon mal richtig gut an. So, mit neuer Spielstand im ersten Viertel. 6:0 für die Mustangs, da der Extrapunkt nicht gut gegeben wurde. Jetzt also auf Seiten der Dragons macht sich jetzt Precious Unzel Nummer 2. Zweite Nummer sehe ich noch nicht ganz, aber ich hoffe bald. Ich denke, dass es die Nummer 7 ist, so wie ich sehe. Dann wäre es Leonardo Alumpe bereit, den Kick aufzunehmen. Für die Mustangs. David Eding auf der Seite der Mustangs für den Kick. Ein bisschen anderes System. Wir haben ein 4-2-2-1-2 System bei den Dragons. Also auch da unterscheiden sich die Kick-Return-Systeme. Kick geht in die Mitte. Guter tiefer Kick. Wird aufgenommen und es geht los. Gut gehalten. Ob, ja, aber 29, auch eigentlich ein solider Return. Gut vorgeblockt, aber ein Spieler der Masses konnte den Block schlagen und so den Returner stoppen. So, wir suchen das mal aus. Wo sind die Fans der Defense der Mustangs? Auch wieder eine Titan von mich. Wir haben einen Counter. Running back will auf die Outside. Gut aufgepasst von der Nummer 88. Kannst du das gehen? Nein. Wir haben mal gehabt. Wir werden mal schauen. 88. Miguel Jani, eigentlich gut aufgepasst, das Outside-Protein gehalten, aber dann halt den Tackle nicht setzen können. Auch im Wir haben Twins Formation nahe zur Box. Oh! Running back, wir hatten einen Swing vom Running back, geht auf eine Backfield Route. Quarterback gut gesehen, aber dann war der Wurf leider zu kurz. Ja, und soweit haben wir. Dritter und 6. Wir haben wieder eine Wing Formation, das heißt, ein Spieler steht nahe zur Box. Most jetzt nach außen. Guter Druck, auch gefangen, aber schön aufgepasst. Die Nummer 87 rennt eine schöne Outroute. Der Philipp Reis hat eine schöne Outroute gelaufen, aber die Nummer 20 war sofort zur Stelle. Stefan Sigetti hat das Play gut gestoppt. Kein Yards auf der Catch und damit haben wir den vierten Versuch und die Dragons entscheiden sich für den Punt. Okay, so wie es ausschaut auf Seiten der der Mustangs haben wir keinen Returner. Es ist ein Fake, gut aufgepasst. Ja, die Mustangs haben das gut gerochen, muss man sagen, ja, haben es gut gesehen und diesen Punt-Fake gleich einmal zunichte gemacht. Somit die erste Angriffsserie der Dragons gestoppt. Und
das auch noch wirklich in einer guten Ausgangslage. Wir sind auf der 35 der Dragons. Lass mal schauen, ob wir einen. So wie könnte es sein. Na, wir haben einen Running Back Wechsel. Jetzt ist die Nummer 14 im Backfield. Christian Beisteiner. Ball wird abgegeben. Guter. Schön aufgepasst. Schön aufgepasst von den Dragons. Das Loch geht auf und die Nummer 44 der Dragons, Philipp Reiter, gleich nach der Ballübergabe zur Stelle. Minus 1, gutes Play der Defense. Ja, auch gut aufgepasst und jetzt zweiter Versuch. Und 11. Und 11 ungefähr, ja, für die Mustangs. Schauen wir mal, was sich die Offense der Mustangs hier einfallen hat lassen. Twins Formation. Adelpolder den Ball und ja, ja, gut, den gleichen Spielzug, den wir vorher von den Dragons gesehen haben, haben wir hier gesehen jetzt von den Mustangs. Da wurde der Ball gefangen und wie gesagt, die Geheimwaffe, die nicht mehr so geheim ist, hat auch wieder gute 9 Yards gemacht, das ist immer Dritter und Short. Gut, man muss ehrlicherweise sagen, er kann sich halt auch nicht verstecken, das geht halt nicht wirklich. Aber er ist halt auch wirklich eine Waffe, der Roland Adelpohler. Ja. Dritter und kurz jetzt. Wieder, oh nein, ein Fake auf Roland Adelpohler. Valentin Sagel behält den Ball, gut, muss ihn aber jetzt wegwerfen, ja, um den Sack zu vermeiden. War aber gut, kein tiefer Sack, hat den Ball über die Line of Scrimmage gebracht, damit kein illegal Move. Vierter und 2. Schaut mir fast so aus, als würden sie es ausspielen. Ja, ich glaube, sie trauen da schon sehr ihrer Defense. Vor allem, du bist in einem guten. Du bist in einem guten. Du bist auf einer guten Position, du bist in Führung. Deine Defense hat gut gespielt im ersten Drive, also why not? Go for it. Ja, geht auf und ja, wie wir gesagt haben, Valentin Sagel beweist wieder, dass er richtig gute Beine hat. Ja, absolut. Und das ist halt, das tut dir weh beim Quarterback, wenn der nicht nur gut werfen kann, sondern wenn der auch noch wirklich sehr schnell ist, weil du da mindestens einen Spieler mehr in der Box, den du brauchst in der Box, der dann auf den Quarterback speit. Es macht auch, wie man sieht, wir haben die ersten Linemen, die tauschen. Es macht dich auch müde als Defense-Spieler, wenn es dem Menschen die ganze Zeit hinterherlaufen muss. Wing Formation, Ball wird abgegeben. Ja, wieder Tough Yards. Roland Adelpohler. Zweiter Versuch und 6, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt gut mit meinem freien Auge erkennen kann. Also die Redskins haben einen guten Run im Moment. Im Moment scheint alles ziemlich aufzugehen an dem, was sie sich vorgenommen haben. Zweiter Versuch jetzt für die Mustangs. Valentin Sagel in der Shotgun. Trips Formation. Pass. Kurzer Pass. Ja, schöner Catch. Schöner Catch. Aber auch schön. Receiver noch nachgefasst, weil der Safety hat schon richtig schön den Ball gerippt. Also gut trainiert von den Safeties der Dragons. Es ist wirklich schön auf den Ball gegangen. Receiver konnte dann noch nachgreifen. Und wir haben 3. und 2. Dritter und 2 jetzt für die Mustangs. Sie zeigen Blitz an, der Blitz kommt, oh, schade, schöner Spielzug, wir hatten einen schönen Spielzug, leider konnte die Nummer 25 den Ball nicht festhalten, vom Design absolut perfekt, ein Fake, man lässt die Line durch, spielt einen Quick Screen draus, ja, if you can touch it, ja, you can catch it. Aber das ist
wenn man sich dann schon so sehr konzentriert, wo renne ich hin, was mache ich, zuerst den Ball sichern, look it in und dann auf die Route gehen. Vierter und zwei. Der Look der Dragons Defense gefällt dem Quarterback nicht. Und er nimmt den Timeout. Timeout. Taken. By the Master. Timeout der Mustangs, das erste in der Halbzeit. Jedes Team hat ja pro Halbzeit 3 Timeouts zur Verfügung. Können also aus eigener Kraft die Zeit stoppen und sich einen neuen Spielzug einfallen lassen, wenn notwendig. Das war jetzt aus Valentin-Sagels-Sicht eine Notwendigkeit, das zu tun. Und die Mustangs überlegen sich einen neuen Spielzug, weil eben der Look der Defense nicht ganz so gepasst hat. Was halt auch ein wahnsinniger Vorteil ist, wenn du einen erfahrenen Quarterback hast. Also, absolut. Wenn man mit jungen Quarterbacks spielt, die unerfahren sind, und du gibst das Play als Coach rein, der ist sehr unsicher, der exekutiert es auch, weil er die Erfahrung nicht hat. Hier haben wir gehabt, der Look, der gefällt uns nicht. Sie wissen vielleicht, was kommen könnte. Ein Timeout. Ja, dann schauen wir, was sich die Coaches des Heimteams überlegt haben. Wir bleiben in der Spread Formation, 2x2. Das dürfte nice, gut, gut, gut. Schön. Gewesen sein. Nein, ein Encroachment. Ja, Encroachment. Also es war ein Encroachment. Es war ein Encroachment der Defense. Defense-Spieler hat sich zu früh bewegt. Das ist wahnsinnig schwer. Ja. Also, du hast eine Stresssituation in der Defense, du hast den vierten, du musst ihn stoppen. Du hast eigentlich nur den Blick auf den Ball und musst darauf warten, dass sich der Ball bewegt. Ja, wir wissen beide als Coach und jeder, der ist, schaut auf den Ball, schaut auf den Ball und du kriegst es gebridged. Du sagst es selber und dann denkst du, du heißt es und dann so, ja, passiert das, aber ja, es ist okay. Es ist okay. Es soll nicht passieren, aber du musst halt raus, musst dann deine Unit, musst deine D-Line sammeln und sagst, Leute, kommt, konzentriert euch. Was man nicht vergessen darf, ist dieser Sport so athletisch und so brutal ausschaut. Es ist doch etwas, was sehr viel auch sich mental abspielt. Das heißt, du musst konzentriert sein und du musst diese Konzentration über 4 Vierteln halten. Und das ist schon ein großer Bestandteil davon. Aber es ist ein neues First Down. 9 Yards to go, 9 and goal, also First and goal. Spread Formation bleibt gleich. Wir sehen einen Pass. Und der erste Sack. Schöner Sack, Nummer 5, gut. Uras Aslan hat hier zugeschlagen. Uras Aslan, der Präsident. Der Präsident der Dragons hat sich entschieden, sich für das heutige Spiel umzuziehen. Möchte ein bisschen Spaß haben. Ja, was soll man sagen, ist ein österreichischer Meister. Und ja. Wir werden danach, weil es wieder mal gefragt ist, ob der Christoph Mattel Starter ist mit der 28. Schön! Oh! Again wieder. Ein schöner Pass, ein schöner Spielzug. Mal leider nicht festhalten. Er hat super ausgesehen, dieser Catch, aber leider rutscht ihm dann doch aus den Fingern und somit leider incomplete. Ja, jetzt haben wir es. Es ist ein bisschen schwierig jetzt. Also in dem Drive, guter Drive, das Einzige, was sie wirklich zurückhält, sind die Drops. Ja. Und ja, das sie machen sich damit leider das Leben selber schwer. Sie haben gute Ideen, wollen gut durchsetzen, aber leider mit den Drops. Da haben wir es dann wieder so, was wir vorher bei der D-Line gesagt haben. Bei den Receiver Detto, da ist Konzentration. Eine Go-Route. Oh. Ja, schade, dritter. Wieder der dritte gedroppte Ball. Ja, das ist schon bitter, wenn man jetzt dann wieder nicht zugreifen kann. Und ich denke, sie entscheiden sich fürs Field Goal. Was eine sichere Variante. Was ich in dem Moment sogar wirklich als gute Variante sehe. Ja. Komm rein, hol dir die Punkte, krieg ein bisschen Selbstvertrauen wieder, beruhigt das Ganze. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Snap gut hinkriegen. David Idinger macht sich bereit für das Field Goal. Guter Snap, der Halt ist gut.
drinnen. Was auch ganz schön, war, wir hatten einen Mann zu wenig beim Field Goal Team, worauf sich der Quarterback entschieden hat. Ich stelle mich als Ab hin. Also, wie wir wissen, Defense kann er auch noch spielen. Also ich glaube, damit haben wir schon mal einen Spieler, den können wir überall einsetzen. Ein Allrounder. Ja? Ein Footballspieler. Ein Allrounder. Neuer Spielstand jetzt 9:0 für die Mustangs. Das Field Goal zählt aus dem Spiel heraus 3 Punkte. Die Mustangs machen sich jetzt erneut wieder bereit für den Kick-Off. Und die Daniel Dragons, die durch die Nummer 2 den Herrn Precious Unshelm und die Nummer 7 Leonardo Alumpe werden hier jetzt den Return versuchen und den Ball so weit wie möglich zurücktragen oder beziehungsweise nach vorne tragen. Zurück wäre eher schlecht in dem Fall. Wieder tief, tiefer Kick auf die 3. Außen raus. Oh. Gut, schöner, guter Return. Sehr guter Return. Ja, das ist ein guter Return. Ja. Wir hatten die Nummer 53 war, glaube ich, dran. Hat einen, ja, du schlägst einen Tackle. Und die Blocks sitzen und starker Return an die 42. Es ist natürlich auch wichtig, einen guten Return zu haben, weil je weiter du nach vorne kommst, umso weniger hast du dann am Feld zurückzulegen bis zur Endzone. Jetzt also 1. und 10 für die Daniel Dragons. Wir haben wieder eine Trey, also wir haben einen Tight End. Kommt nach innen für den Lead-Block. Unsere Nummer 20 macht einen sicheren Tackle. Läufer war die Nummer 24 bei den Dragons, Josef Kerbel. Wird aber von Philipp Segette gestoppt. Interessanter Spieler, der wurde von den Dragons rekrutiert, von den Knights zu den Dragons. Und spielt jetzt sein erstes Jahr in Grün-Weiß. Wieder offen. Ja. Ich denke, ich kann es nicht erkennen, man soll nicht vorwerfen. Könnte ein Fleck gewesen sein. Ja, es liegt ja ein Fleck am Feld. So wie es ausschaut von hier, ich möchte nicht vorgreifen, aber so wie es ausschaut, was doch, so wie die Kopfbewegung war, dürfte da einer beim Tackling zu hoch angesetzt haben und dürfte da leider das Gesichtsgitter, so Sachen passieren leider, es macht keiner absichtlich, aber. Personal foul. Ja, wir hatten recht. Deine Prognose war richtig, ja? Du hattest recht. Und vor allem. Das ist natürlich jetzt bitter für die Mustangs, ja, weil das gibt eine Feldstrafe und es geht für die Dragons 15 Yards nach vorne. Und sie sind schon in der Red Zone. Ja. Knapp vor in der Red Zone, wie man es jetzt nehmen will. Aber ist die beste Ausgangslage, die die Dragons hatten. Diese 15 Yards spielen sie halt jetzt quasi ohne viel Anstrengung nach vorne. Ja, sie sind kurz vor der Red Zone. Christian Nation, wir rollen nach außen. Offen, gut, ja. Mächtiger Tackle der Nummer 57. Die Nummer 57, Erik Manz. Darf er noch raus? Ich glaube, da gibt es einen Garderobenfauxpas. Da darf sich seine Hose wieder hochziehen. Aber starke Leistung, seinen Tackle nach hinten gemoved und danach den Tackle gesetzt. Ein Jahr Traumvollend, 2. und 11. Cover Zero. Keinen Safety tief, alles in der Box. Outroute, gute Route. Ja. Kompletter Pass auf die Nummer 7. Die Mustangs haben sich für eine Hard Man Coverage ohne Hilfe over the top, also niemanden, der noch oben drüber helfen könnte, entschieden. Und wir hatten eine Outroute
Corner geschlagen und gute Route, gutes First Down. First Down Dragons, ja, und es wird eng für die Mustangs. Ja, wir sind noch da 20. Ja, ich glaube, ja, die. Das ist die 20, ja. Counter, wieder guter Run. Ja. Ja, guter Run, aber gut gestoppt, auch von der Defense. Die Nummer 27 war hier der Running Back. Die Nummer 27, niemand geringer als Manio Böck. Ja, aber jetzt zur Zeit geht's. Kurze Pässe. Viel Bewegung an der Line. Also wir rennen nicht. Also was ich bis jetzt, das waren sehr viele Counters, sehr viel Bewegung, Misdirections. Und das dürfte der Defense das Gas geben, ist ein bisschen Kopfzerbrechen machen. Schauen, was hier adjusten. Wir haben wieder eine Wing Formation. Quarterback is ready. Es ist auf dem Pass. Oh, schade. Miss-Tackle. Ja, Miss-Tackle und das ist einfach schwer. Ja, das ist schwer. Das ist der Unterschied zwischen eben und noch ein Miss-Tackle. Leider konnten wir es von hier nicht sehen, aber von der Reaktion her dürften die Danny Dragons 2 gescored haben. Ja. Warten wir auf die. Oh ja, die Hände sind, glaube ich, oben von den Refs. Ich kann es nicht erkennen. Auf der gegnerischen Seite holt er sich den Down-Marker. Sie legen sie nicht hin. Nein, es dürfte auf der 1-Yard-Linie gestoppt sein. Von der gegnerischen Sideline schaut es jetzt so aus, so wie der Downmarker steht, dass es auf der. Ja, ja, es ist kein Score. Es ist kein Score. Wir haben den Ball auf der 1-Yard-Linie knapp vorher. Okay, wir haben jetzt noch etwas. Verwirrung. Ich hoffe, dass du und der Referee. Das ist die End. Ah, nein. Ah, erste Quote ist beendet. Erste Quote ist vorbei. Das ist natürlich sehr gut für uns, weil damit verlagert sich das Spiel genau vor unser Gesicht. Ja. Ja, vor die Auslage und wir können besser hinschauen. Ja, jetzt extrem starker Drive. Und es sind wie in der Offense vorher diese Drops. Haben wir jetzt. Wir sind dran, sie sind dran am Tackeln und finishen nicht, greifen nicht. Und dann kann das ein Play, das eigentlich für Minus Yards gestoppt worden wäre, eben ein ziemlich langer Lauf an die 1 kommen. Ja, die Miss-Tackles, die tun halt wirklich weh. Aber man muss dazu sagen, es ist halt schwer, wenn jemand wirklich schnell auf den Beinen ist und Quick Feet hat, dann ist es manchmal leider auch so, dass der Tackle halt nicht sitzt. Und wenn sich die Beine dann fortbewegen und der Tackle nicht wirklich sitzt, dann ist es halt schwer, den Spieler zu Boden zu bringen. Ja. Das war halt jetzt der Fall. Nichtsdestotrotz, die Defense der Mustangs wird alles versuchen, dieses eine Yard jetzt noch zu verteidigen. Und hier alles reinstellen, um die Dragons nicht in die Endzone kommen zu lassen. Wing Formation, 87 an der Box. Ich würde sagen, das sollte man auf die Outrun. Nach innen ein Run. Und was sagen die Refs? Ja. Touchdown Dragons. Touchdown Nummer 24. Nummer 24 mit seinem Touchdown-Lauf. Josef Kerber drinnen. Jetzt Dragons machen sich bereit für den Extrapunkt. Und der schaut gut aus. Gut ausgekommen. Nummer 93 kommt zwar durch, war knapp, aber trotzdem nicht schnell genug. Somit neuer Spielstand. 9 Punkte für die Mustangs und 7 Punkte für die Danube Dragons. Somit werden jetzt die Danube Dragons den Ball kicken. Also der Kicker verfolgt durch die Danube Dragons. Und die Mustangs erhalten jetzt den Ball retour. Ja, aber ein nettes erstes Viertel. Ja. Action da. Und ja, wir werden jetzt sehen, was Coach Wirtl in der Zeit, wo er mit seiner Offense
draußen war, für Adjustments getroffen hat. Wobei, ja, Adjustments, die Placement da, es waren wirklich nur Mental Fuck, also ja, Mental Fuck-ups, dass man unkonzentriert an den Ball nicht gefangen hat, aber das Wichtigste ist, glaube ich, wieder runterkommen, setteln. Man muss jetzt in so einer Situation das ganz einfach wegstecken, Kopf nicht in den Sand stecken. Es ist wahrscheinlich für unseren David Eating auch nicht besonders einfach, nach drei Drops. Aber er wird da sicher gut durchkommen. Und ich glaube, beim Receiver sagst du so wie beim Corner, das ist Short-Time-Memory. Wenn Sachen passieren, passieren sie, aber bitte lass es dich nicht, du musst es abhaken. Man soll es nicht, ja, runterspielen, aber es ist wichtig, dass du dich davon nicht runterziehen lässt. Wir haben ein bisschen kürzer, gut angenommen von der Nummer 13. Guter Block, ist offen, geht. Auch Andi, 38. Nummer 13 kommt sofort raus vom Feld. Nummer 13, Florian Benesch. Sofort raus vom Feld, selbstständig. Sitzt jetzt unmittelbar vor unserer Kommentatorenposition. Ja, aber hoffen wir, dass nichts Schlimmes ist, weil wäre doch ein herber Verlust für die Offense der Mustangs, weil sehr dominanter Slot. Oh, gut, Kinder vorbei. Kicker nimmt das Kicking-Team mit vom Feld und legt es auf die 50, damit wir es beim nächsten Mal finden. Beim nächsten Mal dann. So, neuer Spielzug. Der Wing Formation, Nummer 40 im Backfield. Ballübergabe wieder an die, ja, auf die Nummer 40, Roland Adelboller, und der kann so circa 5 Yards gut machen. Knapp. Also, ich glaube, das Fallen war ein bisschen mehr, sagen wir. Ja, das war noch halb. Aber ja, 3 Yards in a cloud of dust. Das ist gut. Also 3 Yards besser wie gar nichts. Ne? Richtig. Besser als im Backfield. Stopp, den Tackler hat er gut brechen können. Ja. Zweiter Versuch und 7, somit für die Motion. Mustangs. Oh, wieder gut, 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 schöner, schöner, schöner. Wir haben den Running Back Screen, wir hatten die Motion vom Running Back nach außen, hatten einen kurzen Pump Fake, auf den Running Back und danach wieder die Post-Route auf die Nummer 12. Philipp Kleiner hat hier einen guten Catch. Gleiche Route wie bei seinem ersten. Anderes Setting. Defense beißt und wir haben ihn wieder schön frei bekommen. Muss man auch sagen, ein guter Wurf war der Safety. Das ist richtig schön über den Safety noch drüber. Das war Timing wirklich sehr gut. 2x2-Formation aus einer Pistol. Snap. Nimmt, oh ja, was haben wir gesagt? Ganz Probleme beim Snap, gefumbelt. Bisschen wie, also eigentlich kann da eine Katastrophe anfangen. Du hast einen Running Back, einen Quarterback, der das Ganze noch aufnehmen kann. Aber ja, -5 Yards. Ja, da merkt man wieder, dass der Snap nicht ganz unwichtig ist. Jeder, der mit Football beschäftigt, das ist der wichtigste Mann nach dem Quarterback, ist der Center. Das ist der Einzige, der jeden Spielzug angreift. Die müssen absolut in Sync sein. Kurzer Pass. Short, ja, das Short Passing Game ist gut. Jetzt einmal ein kompletter Pass. Achten. Auf David Edinger. 8 Yards, 10 Yards. Wir haben hier schon ein paar Ermahnungen. Offense und Defense Line, ja. Das ist halt eine ganz eigene Freundschaft. Offense und Defense Liner
sind meistens gute Freunde, nur im Match wird das abgestellt. Im Match vergisst man aber das dann halt kurz. Dürfte jetzt, ich weiß nicht, ob eine Flagge liegt, es ist eine Besprechung. Ich glaube, oh ja, es liegt eine, dürfte eine Flagge liegen. Es gibt eine Besprechung. Der Headref und der Coach, der Daniel Dragons, besprechen sich kurz. Personal foul. Unnecessary roughness. 71 on the white team. The 15-yard penalty from the end of the round. First down. Ja, und das war ein Personal foul der Nummer 71. 15 Yards. Tut schon weh in der Situation und vor allem neues First Down. Das heißt, wir haben in einer sehr guten Position wieder 4 neue Versuche. Der Headref hat es angesagt, unnecessary roughness, also übertriebene, unnötige Härte. Und die bringen den Mustangs 15 Yards, das heißt, es geht 15 Yards nach vorne. Und im Gegenzug für die Dragons 15 Yards nach hinten. In dem Fall waren die 15 Yards, haben wir nicht ganz können. Es war Half Distance to the Goal, da die Entfernung schon zu knapp war. Und wir haben ein neues First Down, 2x2. Der Quarterback audibled. First Down. Gut aufgepasst, ja. Und wieder. Aber Nummer 44, schnell durch die Line durch. Hat den Tackle angesetzt, aber ja, alleine wird schwer werden, die Nummer 40 zu Boden zu bringen. Auch die Nummer 13 kommt wieder aufs Feld, das dürfte nur ein kleines Auto gewesen sein. War in Behandlung und begibt sich wieder auf die Receiver-Position. Wir haben jetzt Second Down und Goal. Das ist der zweite Versuch. Pressure. Ja, Rollout vom Quarterback, wollte dem Druck entkommen, wollte sich noch frei werfen, aber leider hat sein Receiver nicht wirklich zu ihm hingeschaut. Wir haben wieder eine Flag. Ja, jetzt wird es ein bisschen, ja, Flags sind Rudeltiere, tauchen meistens dann, wenn sie mal anfangen, öfters auf, aber jetzt ist wieder wirklich für beide Teams, dass man runterkommt. Das sind Sachen, die auch sehr reinspielen in der Statistik. Die Strafyards können dir einfach wehtun als Team. Wir warten jetzt auf den Headref. Ineligible Receiver downfield by the offense. The penalty is declined. Down is three. Okay, wir hatten einen Lineman, der zu tief im Defensive Backfield war. Strafe wurde abgelehnt. Okay, Ich weiß jetzt nicht, warum unser Downmarker sich bewegt hat, wenn die Strafe abgelehnt worden ist. Gut, er geht zurück. Dritter und vorletzter Versuch jetzt für die Mustangs. Dritter Versuch und Goal jetzt. Wirft sich wieder sehr, sehr, sehr schnell Pressure. Also im Moment ist das. Im Moment haben wir ein bisschen Abstimmungsprobleme. Also die Pressure ist sehr schnell beim Quarterback. Wir haben den vierten. Absolut. Der Druck war sehr schnell. 8 Minuten 30 zu spielen. Jetzt ist schauen, für was entscheidet man sich. Noch schaut so aus. Okay, Offense bleibt am Feld. Man will die Punkte haben. Ja. Ja, du kannst es jetzt natürlich probieren, es ist eine aussichtsreiche Feldposition, aber du hast es vorher angesprochen, der Druck war schnell da und das ist natürlich für einen Quarterback nicht schön, wenn immer sehr schnell Druck auf einen zukommt. Jetzt erneuter Option Run
Es ist Turnover und Down. Wir haben es nicht geschafft. Nicht ganz geschafft. Auf der 1 ein Ötzerl, wie man sagt in Österreich. Ja, hat ein bisschen was gefehlt, aber wir haben einen Option-Spielzug gesehen. Ja, die Nummer 4. Benedikt Zagel hat es probiert, wollte sich durchdanken. Aber ja, der Ball liegt auf der 1-Yard-Linie, was für jede Offense halt auch. Ich meine, Challenge accepted, du musst mal rauskommen. Kleiner Fehler und du kriegst 2 Punkte. Wird interessant, wird interessant, wie sie versuchen, da rauszukommen. Joe Chen, hallo, servus Joe. Oh, Probleme bei der Ballübergabe. Okay. Man reklamiert. Aber dürfte alles. Second down, wir hatten einen sehr harten Run. Für 3 Yards. Aber sie sind schon mal draußen, das heißt, du hast dir ein bisschen Luft verschafft. Gut, schön. Ballübergabe und D-Line seinen Block geschlagen, Nummer 53, sehr schnell durch gewesen. Und dann sofort den Running Back gestoppt. Wieder Erich, Maximilian Manns, guter Move. Ah nein, wir waren bei 53. Dominik Darzreiter, wirklich schön seinen Block geschlagen vom Guard. Und dann durchgekommen. Dritter und lang. Stresssituation, du musst eigentlich passen. Und da kommt das Haus. Und jetzt haben wir es. Fumble haben wir. Nein. Es war ein Sack. Es war ein Sack. Dürfte aber knapp vor der Endzone. Wie gesagt, aus der Perspektive schwer zu sehen. Aber guter Druck der D-Line. D-Line hat auf jeden Fall die Aufgabe erfüllt. Wir haben eine Headref. Intentional grounding. By the right quarterback. In his own end zone. Safety. Somit 2 Punkte plus. 2 Punkte, das was wir gesagt haben, der Safety. Harte Entscheidung, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob er den wirklich geworfen hat oder ob es ein Fumble war. Also aber man kann es geben. Ich sehe es von hier nicht, die Refs sind unten. Für mich hat es eher so ausgeschaut, als wäre er losgeschlagen worden in einem Fumble. Aber ja, Schiedsrichterentscheidungen sind Target-Entscheidungen. 2 Punkte für die Gastgeber, für die Masken. Doppelbitter. Die Dragons müssen sich aufgrund dieses Safeties wieder vom Ball trennen. Sie haben jetzt die Wahl, soweit ich weiß, durch Kickoff oder Punt das Ding ins Spiel zu bringen. Sie entscheiden sich für den Kickoff. Und wir werden wieder die Offense der Mustangs sehen. Neuer Spielstand auf jeden Fall jetzt nach diesem Safety 11-7. 11 Punkte für die Mustangs, 7 Punkte für die Dragons. Short Kick, berührt, aufgenommen und draußen. Gut, man hat auf den Upback gekickt, da man gehofft hat, dass die Hände nicht so gut sind. War auch so, aber die Nummer 12 konnte das Schlimmste verhindern, hat den Ball aufgenommen und konnte noch an die 42 retournieren, was wieder eine gute Ausgangsposition für die Hausherren sind, ist. Ja, somit erster Versuch und 10 für die Mustangs. Valentin Zagel und seine Mannen kommen auf das Feld, beziehungsweise sind schon da. Aufstellung in der Shotgun-Formation.
und im Hintergrund wartet schon wieder Roland Adelbohler. Übergabe wird gefaked und leider ein Incomplete. Leider gefaked, ja. War gut gedacht, aber der Pass ist dann leider etwas zu kurz gekommen. Unser Nummer 22, Lukas Blaschke, kann hier nicht wirklich zugreifen und den Ball weiter nach vorne tragen. Somit zweiter Versuch und 10 nach diesem Incomplete Pass. Schauen wir mal, was sich Head Coach Roland Wirtl einfallen hat lassen als nächsten Spielzug. Incomplete im zweiten Versuch. Incomplete Pass von. Ja, Quarterback hat lang gewartet. Quarterback hat lang gewartet, hätte den Hitter noch reingeschickt, aber leider konnte sein Receiver, der aber auch in einer guten Manndeckung war, den Ball nicht sichern. Er kann leider nicht, konnte leider nicht sichern. Aber zugreifen. Ja, jetzt haben wir drei Passspielzüge gesehen und wir stehen da bei Dritter und 10. Also, wenn man mich fragt, der muss jetzt sitzen, da muss ich jetzt was tun, weil sonst wird es eng. Wieder Shotgun Formation, Receiver in Motion. Gut gefangen, aber auch gut aufgepasst vom Safety. Die Defense da nach dem Catch. Und jetzt haben wir einen vierten Versuch und da wird es wohl der Punt werden. Weil das, da gibt es für mich keine andere Möglichkeit. Das ist, ja. Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, hat schon gehört, es gibt so und so viele Studien und das, aber in Wirklichkeit, du musst mit deinem Gefühl gehen, du musst schauen, wem du vertraust, sagst du, meine Offense hat jetzt diese Möglichkeiten gehabt, hat es nicht geschafft, schauen wir einfach, dass wir eine gute Feldposition rausholen für uns. Schöner Punt. Hoher Punt, der Wind nimmt ihn, nicht zurück, gut. Ja, an die 20. Erster Versuch um 10 somit für die Dragons, an der 20. Und 80 Yards. Ja. Ja gut, da war jetzt aber auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit da, außer den Ball zu panten. Der Spielstand ist gut. Wir sind, wie gesagt, mit 11-7 Punkten vorne. Mitte des Feldes, da kann ich den Ball mal schon wegpanten. Defense, man hat Zeit gehabt draußen, man hat sicher das Drawing Board genommen, hat analysiert, was im letzten Drive gut war, was nicht so gut war. Die Spielzüge, die einem Probleme bereitet hat, die hat man sich angeschaut. Und wir brauchen wieder. Let's go! Wir haben wieder eine Wing Formation. Quarterback kriegt den Ball. Was nach außen. Oh, schön! Die Nummer 2 der Dragons. Ja, wir hatten eine Out-and-Up-Route. Das heißt, der Receiver täuscht eine Out-Route ab, schlägt seinen Corner. Und der Quarterback der Dragons hat versucht, den Ball auf die Outside zu bekommen, was ganz schwierig ist, danach zum Verteidigen. Aber leider eine Spur, the game of inches, eine Spur zu weit. Ja, zweiter Versuch um 10 nach diesem Incomplete Pass. Shotgun Formation. Direct Snap auf den Running Back, aber 93 hat gut aufgepasst, macht ihn langsam. Schön. Ja, und wieder ein schöner Tackle von der Nummer 20, Stefan Sighetti. 93 langsam gemacht. Manuel Ballas hat ihn langsam gemacht, hat ihn ab, hat ihn unten getackelt und danach ist das Schöne, dass man dann nur mehr wartet, dass oben dazu einschlagt. Aber war auch ein schöner Spielzug, Direct Snap von den Dragons auf den Running Back. Ich muss sagen, Defense gefällt mir heute sehr gut. Gute, solide Leistung bis jetzt. Defense der Mustangs. Wieder Pass auf die Outside. Ja, und da kommt die Flag. Das war aber jetzt schon. Flag am Feld. Flag für eine Pass Interference. Ja, die Nummer 11 der Mustangs hat sie wohl ein bisschen übertrieben. Peter Jäcklin. Früher Kontakt, bevor der Ball da war. Ja.
Ja, das ist immer so, also für mich ist das immer so eine Streitfrage. Kann man manchmal geben, kann man manchmal ein bisschen drüber hinwegschauen. In dem Fall wird es wohl eindeutig gewesen sein. Der Ball war lang in der Luft. Hat auch, was dann nachgeschaut wird, er hat sich nicht wirklich auf den Ball konzentriert. Er hat nur den Receiver gespielt. Okay, das wäre jetzt auch noch. Wird jetzt diskutiert. Gut. Wäre, wie mir gerade mitgeteilt, vielleicht kriegt, wendet sich hier das Blatt noch. There are two fouls on the play. Pass interference on the defense. Pass interference. Good. Those penalties are declared by rule. Replay the down. Okay, also, gut, beide Seiten haben sich, Pass Interference. Haben sich da jetzt nichts wirklich geschenkt. Muss sagen, habe ich auch nicht oft erlebt. Nein, finde ich aber wirklich starke Leistung. Also gute Erklärung der Schiedsrichter. Wir haben gerade wirklich einen sehr erfahrenen Whitehead. Das ist immer schön, wenn man in den unteren Ligen auch wirklich gute Schiedsrichter hat, die Erfahrung haben, weil das ist wichtig. Und sehr souverän gelöst. Ja, somit dritter Versuch, kein Foul, weil sich die beiden, sowohl die Offensive Pass Interference als auch die Defensive Pass Interference, gegenseitig aufgehoben haben. Die Dragons stehen also jetzt beim dritten Versuch und 10. Screen Pass, aber die Defense so zur Stelle. Schön aufgepasst von der Nummer 11. Der Spieler, der vorher noch ein bisschen zu bisschen griffig war, darf jetzt regelkonform zugreifen und stoppt den Spielzug nach 2-3 Yards. Damit hätten wir den vierten. Und auch die Dragons werden sich entscheiden, dass sie punten. Somit Punt für die Dragons. Wieder kein Returner. Und der Punt ist unterwegs. Okay, short, geht's weg. Nehmt ihn einfach, oh mein Gott. Okay, ja. Man hat es gehört, die Coaches an der Sideline kriegen einen halben Herzinfarkt. Das ist immer ziemlich stressig. Ein kurzer Punt. Dein Team weiß nicht, wo der Ball ist. Und irrt einer herum und du brüllst dir einfach die Seele aus dem Leib, dass der weggeht, weil wenn er berührt und der andere recovered ihn, kriegen sie den Ball. Genau. Weil bei der Berührung ist der Ball frei und somit. Wir haben den Ball freigegeben für die Hausherren und haben noch genau 4 Minuten 35 in der ersten Halbzeit. Da würde noch ein bisschen was gehen. Erneut die Möglichkeit, sich am Scoreboard einzutragen. Und die Nummer 13 ist wieder retour. Und er dankt sich. Eine sehr athletische Einlage. Also, er merkt schon, sie gehen halt, was klar ist, auf tief in die Beine. Und jetzt haben wir da mal einen Hurdle gesehen. Federleicht quasi. Ja, hat er sich elegant, hat sehr elegant ausgeschaut. Ist er quasi drüber geschwebt. Also, jetzt ist es schön. Jetzt hat er den Spiel. Den war ein sehr schöner Spielzug. Man faked den Run. Der Vorblocker slippt outside. Kriegt den Ball. Wieder schön. Neues First Down. War gut für ca. 8-9 Yards. Ist dann out of bounds gestiegen. So wie ich sehe. Na, Uhr rennt weiter. Wäre jetzt wirklich gut für die Hausern, wenn sie scoren würden, kurz vor der Pause, da die Dragons aufgrund der Entscheidung beim Mundswurf den Ball in der zweiten Halbzeit bekommen.
Sehr gut, ja. Schöner wir haben gesehen, wir haben gesehen die Option. Das ist das Tödliche dran. Er hat sie zweimal schon gepitcht für guten Raumgewinn. Jetzt stehen zwei Leute da. Und weil sie unsichtbar ist, geht er genau in der Mitte durch. Also guter Raumgewinn für 5 Yards. Verletzter am Feld. Injury Timeout. Injury Timeout, Nummer 90. Nummer 90 hat sich ein bisschen was am Knöchel getan. Und wir Edward Konkarov. Edward Konkarov liegt jetzt gerade. Wir wünschen ihm alles Gute. Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm. Angeschlagen. Noch konnte er nicht aus eigener Kraft aufstehen. Verletzt. Ja, Applaus für den Eddie. Ja, aber ist schon wieder auf den Beinen. Kann aus eigener Kraft das Feld wieder verlassen. Ja. Wünsche ihm alles Gute. Wie gesagt, hoffentlich ist es nicht allzu schlimm. Und es wird in Kürze jetzt weitergehen für die Mustangs mit einem zweiten Versuch. Guter Snap. Da wird er angezeigt. Ja, es kommt schon von Nummer 5. Uras Aslan hat hier zugeschlagen. Hat hier zugeschlagen, aber leider auch, das haben wir von hier oben. War ein Griff ins Gesichtsgitter. Der Mann mit den Argusaugen, muss ich wirklich schon sagen. Also, ja, aber Headref hat sehr gut gesehen. Das ist mir entgangen jetzt, muss ich zugeben. Ja, das schaust du schon, du hast gesehen, wie der Kopf sich. Also man sagt immer, ob es eine natürliche Bewegung des Kopfes ist und manche Bewegungen sind nicht natürlich. Diese war es jetzt wahrscheinlich nicht. Ja. White Team, number 5. The 15-yard penalty. Automatic first down. Gut, Face Mask wurde richtig gesehen. Somit 15 Yards Strafe gegen die Danube Dragons. Und die Mustangs können 15 Yards nach vorne marschieren. Und bekommen zusätzlich noch ein Automatic First Down. Uhr, wir sind bei 2 Minuten 56? 55. Schön, das heißt, wir haben noch eigentlich 3 Timeouts bei den Dragons, wir haben 2 Timeouts bei den Mustangs und wir haben die 2-Minute-Warning. Probleme beim Snap. Da muss man und wir haben schon wieder eine Flagge. Der Snap war jetzt ein bisschen zu hoch. Damit Probleme für Valentin Sagel beim Catch. Und damit auch danach ist das Timing halt dann wieder. Ja, das Problem ist halt, sobald der Quarterback nachgreifen muss, ist das Timing. Die Zeit. Ja, und das Timing ist weg. Die Routen sind dann nicht dort, wo du eigentlich glaubst, wo sie sein sollten. Hat sich dann noch rausgeworfen, hat auch noch Glück gehabt, dass, weil da stand auch noch ein Herr in. Number 63. Jetzt ein Holding. Holding der Nummer 63. Daniel Platzek hat hier zu fest zugepackt. Das ist in der Offense wieder, zu Defense nicht erlaubt. Das ist halt auch leider dieses unschöne Schicksal eines O-Liners. Wenn du genannt wirst, dann ist es meistens nicht eine gute Aktion. Weil die Blocks und das sehen die Leute nicht so. Aber das, was sie sehen, ist nachher, wenn du das Holding gemacht hast. Nichtsdestotrotz, ohne die Leute in vorderster Front würde es in keiner Unit gehen. Und es gehört schon ein eigener Menschenschlag dazu, der O-Line spielen kann. Also bewundernswert. Gut. Run. Run über die Nummer 40, Roland Adelboller, der hier versucht, gut, ein paar Yards wieder gut zu machen.
der auch. Okay, wir haben wieder einen verletzten Spieler. Ich hoffe nicht, dass es. Roland Adelboler ist hier liegen geblieben. Okay, Sanitäter müssen kommen, sofort. Das heißt, das dürfte leider länger dauern, denn ich habe schon gehört, und es bestätigt sich auch gerade, die Sanitäter kommen aufs Feld, um hier zu unterstützen. Wir haben Gott sei Dank ein tolles Medic-Team bei den Mustangs, die hier. Okay, die Sanitäter, eigentlich zeigen sie gerade an, dass sie die Bahre holen, also dass sie den Wagen holen sollen. Ja. Ja, sowas sieht man halt leider nicht sehr gerne. Also für mich ist es immer ganz, ganz schlimm. Also sowas, es gehört halt leider dazu, aber man sieht es nicht gerne. Und hier ist es leider so, dass es jetzt wohl eine längere Injury Timeout gibt, um hier die Nummer 40 der Mustangs. Also wenn schon der Stretcher, wenn eine Barre rausgeholt wird, dann ist das, also jeder Footballspieler versucht, darauf ist man stolz, dass man auf den Beinen selbst das Spielfeld verlassen kann. Also keiner lässt sich freiwillig raustragen. Herber Verlust, ja, muss man sagen. Absolut, herber Verlust. Verlust für die Gastmannschaft, aber damit rechnet jedes Team, also damit müsstest du rechnen, weil es ist halt leid in dem Sport, dass du dich verletzt, und es ist das Beste drauf machen. Darum bereiten wir Coaches auch die Backups vor und geben denen Spielzeit, weil immer wieder, auch wenn man es nicht sehen will, so etwas passiert. Das ist halt auch so, dass Football ein Kontaktsport ist, und da kann sowas leider passieren. An dieser Stelle alles, alles Gute für unseren Roland Adelboler. Und wirklich eine, hoffentlich ist es nicht so schlimm und wir eine schnelle Genesung. Das ist natürlich doppelt bitter, ja, zweites Spiel in der Saison und dann gleich so eine verlierst du einen Playmaker. Das heißt, du musst auf die Backups zurückgreifen und musst dort das Beste rausholen. Und damit muss jeder rechnen. Das ist das Problem eigentlich bei kleineren Teams. Da du nicht. Du bist halt vor sowas nie gefeit. Und wenn dein Kader halt nicht dementsprechend groß ist, kannst du solche Ausfälle schwer kompensieren. Schwer bist gar nicht, das zieht dann runter. Aber da wir sehen, das sind doch große Roster, und ja, als Coach musst du dich jetzt halt darauf verlassen, dass die Jungs aus der zweiten Reihe jetzt kommt auch die Frage gerade aufs Feld, da ihren Job machen. Also da ist jetzt wirklich. Da hat sich jetzt wirklich die schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Er muss tatsächlich mit der Trage vom Feld gebracht werden. Alles, alles Gute an dieser Stelle, Roland Adelboler. Jetzt wird auch noch ein bisschen die Sonne abgeschirmt, dass hier das. Auch gute, schöne Aktion beider Teams. Schöne Aktion der Spieler jetzt beider Mannschaften. Sie spazieren sich um, keiner will. Aber das ist halt das, was auch Football ausmacht. Man ist zwar im Feld ein Gegner, aber im Endeffekt unterm Strich sind wir alles Freunde und spielen den Sport, den wir lieben. Und das sieht man jetzt da wieder an dieser Aktion. Es ist auch jeder, wenn Sachen passieren,
niemand verletzt jemand anderen. Jeder weiß, dass am Montag... Da ist absolut keine Absicht dahinter. In unseren Ligen, jeder muss am Montag wieder arbeiten gehen, auch wenn es schwerfällt, aber es verlangt auch in den Ligen schon sehr ein Commitment, dass du diesen Sport betreibst, weil nicht nur Training, Kraftkammer, auch in den unteren Ligen. Und wie gesagt, jeder muss am Montag wieder arbeiten gehen und das wird halt schwer, wenn dir der halbe Körper wehtut. Man macht es, jeder, der mal gespielt hat, weiß, wie es ist. Aber darum liebt man es auch. Die Spieler beider Teams, wie gesagt, decken die Situation jetzt ab. Somit haben die Zuschauer keinen Blick mehr auf das Geschehen. Wie gesagt, wir können nur hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist und dass er bald wieder fit wird. Das ist natürlich jetzt auch eine mentale Sache, weil du hast jetzt natürlich einen Leistungsträger, der sich jetzt möglicherweise schwer verletzt hat und du musst das jetzt natürlich auch aus den Köpfen rauskriegen, weil das Spiel natürlich noch nicht vorbei ist. Vor allem hast du jetzt eine wahnsinnig lange Unterbrechung mit der Verletzungspause. Wir haben nur mehr, es sind immer viel zum Spielen, aber so Geschichten sind auch. Also 2 Minuten 35. Wie schnell kommst du, wie schnell, wenn dieses jetzt, wenn das vorbei ist, wie schnell kannst du dich wieder fokussieren? Du musst sofort wieder im Fokus sein, du musst sofort wieder da sein und diese Verletzung wegstecken. Und ist auch dann Sache der Coaches, jetzt hier wieder einzugreifen und Team zusammenzuholen, Hadel zu bilden, motivieren, runterholen, fokussieren. Das ist das, der Fokus muss sofort wieder da sein. Ja? Also für die Mustangs ganz nice, schaut, es sind 2 Minuten 30. Lasst uns scoren, schauen wir, dass wir das gut zu Ende zu bringen und danach gehen wir in die Halbzeit, sammeln uns neu und greifen an. Für die Dragons, okay, wir haben die und die Situation, es ist ein langes Down, wir stoppen sie, wir kriegen in der zweiten Halbzeit den Ball, wir können mit einem Score schön eigentlich aufschließen wieder, weil das Spiel ist nicht out of reach und jetzt kommt es halt darauf an, wer am besten aus der Situation herauskommt und wer da wieder am schnellsten fokussiert ist. Ja. So hart das jetzt klingt, aber das Spiel geht weiter, es ist noch nicht zu Ende. Show must go on, next man up. Es hilft dir keiner und so böse sich anhört, aber als Coach. Das ist halt auch das Risiko, was du hast, wenn du diesen Sport ausübst und wenn du das machst und diesen Kontaktsport ausübst, dann bist du dir auch im Klaren darüber, dass es jederzeit passieren kann. Ja, das ist auch, wenn du lange Spieler coachst, dann tut dir das extrem weh, aber du kannst nicht einmal daran denken, weil du musst im Kopf schon wieder, du musst nächsten Spieler ready sein. Du kriegst teilweise Verletzungen, du kriegst sie mit, aber du gehst nicht drauf ein. Du lässt es laufen, weil du weißt, okay, es ist jetzt einer von 44. Das sind 44 Leute, die warten jetzt noch drauf, dass du sie wieder settlest, dass ja, let's go, dass da was weitergeht. Und gerade jetzt in der Situation, wie gesagt, sind die Coaches halt auch immens wichtig. Auch wenn es für die Coaches auch sehr, sehr schlimm ist, diesen Verlust jetzt hinnehmen zu müssen, aber sie müssen halt jetzt auch für die restlichen Spieler da sein, müssen sie setteln, müssen sie fokussieren. Du musst im Kopf schon wieder 2 bis 3 Spielzüge jetzt weiter sein. Du musst rein, du musst mit der Situation, was tue ich. Aber der Vorteil ist, dass wir doch auf Seiten mit dem Coach Wirtl jemanden haben, der macht schon ziemlich lang, der war in diesen Situationen. Also es ist nicht leicht, aber du musst auch fokussieren oder vorbereiten für den Coach. Ist dann auch die Geschichte, was mache ich in der Situation, wie gehe ich damit um. Also es ist nicht nur, dass du mehr als X's und O's, sondern du musst auch, okay, wie ist die Stimmung im Team, was spricht mein Team an, was wollen die Burschen, was funktioniert nicht und wie bringe ich sie schnellst wieder auf den Fokus. Und das gehört dazu und ist extrem wichtig, nicht nur das Fachwissen, sondern eben auch dieses Menschliche, diese Psychologie, dass du sagst, gut, ich weiß, wie ich mit dieser Gruppe an Menschen umgehe. Und wie in jeder Gruppe, da gibt es immer eigene Charaktere, auf die musst du eingehen. Also es ist einer von den Sachen, die was Coachen auch richtig lustig und spannend, anstrengend, aber auch, ja, du kriegst wahnsinnig viel raus davon. Aber es ist halt auch dann so, wenn der Job lustig und anstrengend und teilweise nicht sehr einfach ist, du kriegst halt auch als Coach enorm viel zurück, wenn dein Team die Leistung aus dem Training
am Spielfeld umsetzen kann. Und du siehst einfach, okay, deine Arbeit trägt Früchte, die Arbeit des Coaching-Teams trägt Früchte. Und aber leider gehören halt auch solche Situationen dazu. Ja. Das ist natürlich jetzt eine bittere Pille, die die Mustangs schlucken müssen. Aber die Hoffnung, dass es nicht allzu schlimm ist, besteht weiterhin. Im Moment schaut es noch so aus, als würde der Abtransport etwas länger dauern. Man muss jetzt natürlich auch telefonieren und muss sich Ersatzfahrzeuge anfordern, weil das Fahrzeug, das hier positioniert ist, natürlich jetzt nicht einfach wegfahren kann, weil ein Fußballspiel ohne Ambulanzstellung nicht stattfinden darf und auch nicht fortgeführt werden darf. Das heißt, wenn man einfach sieht, auch, es ist halt, also das geht halt nicht. Also das, wenn da jetzt der fährt weg, dann passiert noch was, was machen wir dann? Ja. Also Es würde auch gar nicht gestartet werden. Also im Endeffekt ist es so, du hast halt die Verpflichtung als Gastgeber immer eine Ambulanz zu stellen. Ja, und wenn da jetzt in so einem Fall so etwas passiert, dann musst du dir ein anderes Fahrzeug kommen lassen für den Abtransport, damit also die Ambulanz weiter bestehen bleiben kann. Wie gesagt, wir sehen leider nicht, was im Moment los ist, weil eben durch die Spieler der beider Teams ja, schirmen das ab, dadurch sehen wir nicht komplett drauf. Noch sehen wir nicht genau das. Spieler beider Teams applaudieren jetzt. Wir sehen leider immer noch nicht genau, was jetzt passiert. Noch wird er abgeschirmt. Roland Adelboller, ja auch schon ein Football-Urgestein, schon diverse Teams durchlaufen, viele, viele Jahre auf den Beinen, auf den Schultern. Ich selber habe gegen ihn trainieren dürfen, aber Gott sei Dank mit ihm spielen dürfen. Ich habe auch schon gegen ihn gespielt. Also, es war also, auch im Training nicht immer sehr angenehm. Nein, aber das ist auch okay. Also du brauchst auch im Training, wo nichts passieren soll, aber du brauchst auch ein paar Leute, die ein bisschen Gas geben, weil das auch wichtig ist. Okay, sehr gut. Okay. Die Spieler dürfen sich jetzt noch 5 Minuten zusätzlich aufwärmen. Weil wir sind jetzt lang gestanden, die Muskeln sind verkrampft. Wir sehen jetzt, Roland Adelboller liegt auf der Trage. Ein Applaus für den Roland Adelboller. Nein, er sitzt auf dem... Rudi, super! Roland Adelboller wird jetzt abtransportiert. Alles Gute an dieser Stelle. Rasche Genesung. Wir sehen das Hadel der Mustangs. Der Roli hat auch schon einiges durchgemacht. Also, aber er ist immer wieder, und das ist das, was ihn wirklich ausmacht, er ist ein Kämpfer, er ist immer wieder aufgestanden. Und er ist einer, der den Sport wirklich mit Herz und Nieren liebt und der alles am Feld lässt. Und deswegen für mich persönlich umso bitterer, dass er sich jetzt abermals verletzt hat, aber so wie ich ihn kenne, wieder auferstehen und zurückkommen. Alles Gute, Roli, an dieser Stelle. Die Dragons haben sich voraufgewärmt, machen jetzt das Team-Huddle. Mustangs von vor im Team-Huddle, wärmen sich jetzt auf. Ja, und dann das ist haben halt wir noch die letzten 2 Minuten 35 in der Halbzeit. Wir waren halt jetzt eine sehr lange Verletzungspause und jetzt bist du halt natürlich auch ausgekühlt. Ne? Du bist jetzt lange nicht in Bewegung gewesen. Der Muskel entspannt, der Fokus lässt nach und das ist halt beim Kontaktsport wichtig. Du musst halt immer 100% da sein. Beim Fußballspiel kannst du nicht zuschauen. Wenn du das willst, dann musst du dich auf die Tribüne setzen. Sobald du dieses Feld betrittst, musst du, bis du runtergehst, voll konzentriert sein, weil es immer was passieren kann. Es kann irgendein Stoß passieren, es fällt dir wer in dein Knie, in deinen Knöchel. Du musst deinen ganzen Körper angespannt haben. Gut, so wie es ausschaut. So. Defense der Dragons ist wieder am Feld. Offense nähert sich auch langsam.
ja, man muss jetzt sagen, back to business. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Das Spiel beginnt in wenigen Augenblicken. Knapp Dornmarker, wir sind Zweiter und 15. Sind noch zu spielen. Wir werden also jetzt in Kürze eine 2-Minute-Warning haben. Es ist so, dass in jeder Halbzeit, also im zweiten und vierten Viertel, 2 Minuten vor Ende, eine sogenannte 2-Minute-Warning passiert. Also in Kürze eine 2-Minute-Warning. Jetzt aber erst einmal der zweite Versuch nach dieser langen Unterbrechung. Hoher Snap, aber gut gefangen von Valentin Sagel. Und Runplay. Gut. Ich glaube, es ist die Nummer 14. Christian Beisteiner, der jetzt hier die Rolle von Roland Adelboll übernommen hat. Und so wie es jetzt ausschaut, lassen spielen die Hastings dürften die Uhr runterlaufen lassen auf die 2-Minute-Warning hinzu. Somit wird das Spiel in kurzer Zeit unterbrochen. 3, 2. Okay, gut, die Uhr läuft weiter, 2-Minute-Warning. Er hat Ball ist freigegeben. Ja, der Ref hat die 2-Minute-Warning angezeigt, also wir haben sie jetzt nicht gestoppt. Okay, sie haben es weiterlaufen lassen, da das Spiel sowieso gestoppt war. Nehme ich mal an, Pass jetzt von Valentin Sagel. Auf die Nummer 22, Lukas Plaschke. War ein guter Pass, aber ja. Timeout von den Dragons. Timeout genommen von den Dragons. Glaub, also, das ist das erste Timeout. Take it by the Dragons. The first team timeout. Wir haben 1 Minute 34. Natürlich werden die versuchen, so schnell wie möglich die Zeit anzuhalten, falls sie im Ballbesitz kommen sollten, dass sie nochmal scoren können. Ja, du willst natürlich auf der einen Seite verhindern, auf der anderen Seite willst du die Zeit auf der Uhr lassen. Damit du ja, vielleicht allem, noch mal antworten kannst. Wenn sie jetzt, selbst wenn sie nur in Field Goal Distance kommen, gehen sie mit einem Punkt in Führung und bekommen in der zweiten Halbzeit den Ball als erstes. Ja, was haben sie sich. Na, wären sie jetzt in Field Goal Distance, könnten sie ein Field Goal schießen, ne? Oder Field Goal machen? Ja, nein, es ist nur für die Dragons, warum sie die Zeit angehalten haben. Sie bekommen jetzt den Offense, bleibt am Feld. Also man riskiert es. Schöner Pass auf. Ja, schöner Benedikt Pass Sagel. Und kann er das First Down kann schaffen? Kann das First Down schaffen? Aus meiner Sicht hätte er es geschafft, er wurde zurückgedrängt, aber. First Down? Ja, First Down. Ja. Nein, oder? Ja, nein, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt zwei verschiedene Signale. Nein. Timeout, okay. Gut, also Turnover und Downs. Ganz knapp nicht geschafft. Sofort das Timeout genommen. 1 Minute 25 dafür, dass sie noch in Field Goal oder in Scoring Distance kommen. Aber so wie das für mich jetzt ausschaut, der Downmarker zeigt es an. Aber First Down für die Dragons, ist sehr knapp. Also es war auf jeden Fall eine knappe Entscheidung. Okay, wir haben Single Receiver Seite, das One-on-One Matchup. Abgeschlagen, gute Arbeit, schöne gute Arbeit von der Nummer 96, den Ball auf der Linie abgefälscht. Christoph Lichtenegger. Also das ist auch schwer für einen Defense-Lineman. Komme ich nicht durch? Bring your hands up. Hände in die Höhe und schauen, dass du den Ball abwehrst. In die Linie kommt. Gut gemacht. Zweiter und 10. Good information. Ist okay, Inbounds gestoppt, schön. Es ist kein First Down. Hat hier den Ball gefangen. Ist es ein First Down? Nein, es ist kein First Down.
First down, gut. Dragons. Zeit wird angehalten. 1 Minute 09. 38. Ja, auch eine Minute kann im Football lang dauern. Also eine Minute kann zur Ewigkeit werden, wenn du vom Feld willst. Wing Formation. Pass von der Nummer 12. Wieder out. Ja, der macht das First Down und mehr, aber wird hier gestoppt. Tackle, ja. Ich glaube, es war die Nummer 16, Michael Eberharter. Ja. Die Dragons spielen Manbeater, was ihnen sehr zugute kommt. Die Uhr steht jetzt genau bei einer Minute, aber First Down für die Dragons. Das heißt, sie haben noch Zeit, den Ball tatsächlich in die Endzone zu bringen. Das heißt, die Defense der Mustangs ist jetzt gefordert, weil ja auch in der zweiten Halbzeit der Ball zu den Dragons kommt. Quarterback Run durch die Nummer 12. Kann hier gestoppt werden von der Nummer 93. Ja. Von Manuel Balasch. Gut gemacht. Ja, jetzt haben wir den Rush, aber damit geben wir das Container auf, was dem Quarterback jetzt die Möglichkeit gegeben hat, eben einen schönen langen Lauf zu starten. 36 Sekunden noch zu gehen. Also das wird jetzt hart für die Defense der Mustangs, das aufzuhalten, weil die Dragons riechen natürlich hier die Chance. Aber wie gesagt, sie sind schon Red Zone. Also entweder den Score oder das Field Goal würde halt den Dragons wirklich extrem viel bringen. Shotgun Formation der Dragons. Hirsches Anzeigen kann den Ball fangen, wird aber auch gleich inbounds, wieder zu Boden inbounds, gebracht. Inbounds, Timeout. Zweites Timeout der Dragons. Wir haben 28 Sekunden. Ja, ist das Final Team Timeout, das dritte Team Timeout der Dragons. Somit jetzt 28 Sekunden Restzeit, um doch noch Punkte aufs Scoreboard zu bringen. First and 15. Offen. Ja, der Quarterback kann hier wirklich einiges an Yards machen, aber der Ball ist der Handscore. Okay. Gut, das, was wir gesagt haben. Gute individuelle Leistung des Quarterbacks. Hat jetzt eigentlich hier in dem Drive hat er komplett eher dominiert, hat die Beine in die Hand genommen, hat die Lücken genutzt und hat damit gescored. Und damit gehen die Dragons in Führung und mit der Führung in die Pause. Wirklich athletische Aktion vom Quarterback. Ah, schlechter Snap. Schlechter Snap. Okay, gut. Ja. Warum das totgespiffen wurde, weil es ein freier Ball war, aber it is like it is. Ja, auch die Dragons hatten jetzt Probleme und damit nicht die volle, sondern wir sind bei 13. Bei 13-9 für die Danube Dragons 2. 13-11. 13-11? 13-11, ja. Wenn mich das Scoreboard nicht täuscht, ist es 13-11. Und dann haben sie, ja, ich habe jetzt nur auf den Livestream, da sind wir noch ein bisschen. Okay. Das Ding rein. Okay, gut, unsere Technik spinnt da ein bisschen bei uns auf dem Tisch, aber zum Glück habe ich jemanden, der
sich nicht auf die Technik verlässt, sondern auf seine zwei Augen und der ein bisschen besser hinsieht auf den Score. Ja, ja. 11-13, tight game. Ja, das war jetzt sicher nicht das, was sich die Mustangs gewünscht haben. Nein. So zurückzukommen und mit einem möglichen Rückstand, es ist ja noch nicht vorbei, es geht noch knapp 16 Sekunden. Und danach haben wir noch eine zweite Halbzeit, wo man wieder adjusten kann und wo man dann frisch rauskommt. Wieder kurzer Kick, aufgenommen von der Nummer 11, die sich gleich auf den Weg macht, Peter Jäcklin, der aber auch ist an die 40. Zu Boden gebracht wird, jetzt an der 40-Yard-Line. Okay, und da? 9 Sekunden, also das wäre noch möglich, einen Score zu machen. Ja. Aber das nicht ausgeschlossen, aber durchaus schwer. Also dann, wenn man den Quarterback fragt, was hast du dir gedacht, sagt er, ich habe die Augen zugemacht, den Ball geworfen und eine heilige Maria gebärt. Das ist unser, der berühmte Hail Mary. Ja, aber tun sie nicht, sie wollen in die Halbzeit, knien das Spiel ab. Sie belassen es dabei 11-13, der Spielstand. Damit dürfen wir euch jetzt auch für eine Viertelstunde verlassen, uns etwas zu trinken holen, weil es doch ein bisschen trocken wird da heroben. Und ich freue mich auf eine spannende zweite Halbzeit. Ebenso, genießt die Pause. Wir hören uns bald wieder und freuen uns auf eine gute zweite Halbzeit.
Du machst. So, willkommen zurück. Die zweite Halbzeit, das dritte Quarter hat soeben begonnen. Die Mustangs haben den Ball abgegeben an die Daniel Dragons. Meine bessere Hälfte herum wird noch kurz verkabelt. Ja, ob das die bessere Hälfte war, es tut mir leid, etwas Stau auf den bestimmten Örtchen, wo man dann hin will in der Halbzeit. Ja, da würde man auch ungestört sein, ne? Wir hatten den Kick-Off. So. Dragons haben ihn aufgenommen, sehe jetzt sofort. Kurzer verletzter Spieler am Feld. Schaut fast so aus, dass in die Luft weggeblieben ist. Unsere Sanitäterin Mirella ist am Feld und leistet erste Hilfe. Gewohnt professionell wie immer. Ja, aber da ist ein Brett passiert. Ja, aber Return auch eigentlich gut gestoppt. Wir sind auf der 25. Das ist eine gute Ausgangslage für die Defense der Mustangs. Ich kann leider nicht erkennen, wer da jetzt getroffen Nummer ist. Nummer 24. Nummer 24, Martin Uster. Aber, gute Besserung, aber er steht schon wieder. Ich glaube, da wird die Luft wieder da sein. Ja. Dragons mit dem Ball reicht. Also, first down jetzt für die Dragons. Snap, Ball abgegeben. Gut aufgepasst vom Dealer. Ja, und das kommt zum zweiten Versuch. Zweiter Versuch und ungefähr 6 Yards, wenn ich das richtig sehen kann. Ball auf der 27, second down, Dragons. Gut verteidigt, schön aufgepasst von der Nummer 23. Wieder eine Outroute, gut aufgepasst und den Ball deflected. Damit dritter und sieben. Dritter und noch immer sieben. Philipp Doppler war hier an Ort und Stelle, konnte Schlimmeres verhindern, dritter Versuch. Und so will man natürlich starten. Dritter Versuch und sieben für die Daniel Dragons. Die Defense eine tolle Leistung bis jetzt. Abgeliefert. Pass Situation. Und Interception! Absolut tolle Leistung. Die Nummer 93, Manuel Dallas, hat hier den Ball abgefangen und verhilft somit den Mustangs zum ersten Down. Quarterback scrambled raus. Bester Beginn für die Defense der Hausherren. So willst du die zweite Halbzeit beginnen. Das ist die passende Antwort auf das Ende der ersten Halbzeit. Und das gibt auch einen wahnsinnigen Push für das komplette Absolut. Team. Das ist jetzt Aber ein Wake-up-Call für die Offense. Und man muss die Leistung jetzt einmal umsetzen. Und muss es in Punkte ummünzen. Ballübergabe an Benedikt Zagel, der hier gut durchkommt. Schöner Run, guter Step-Up. Ja, ich glaube, wir werden jetzt halt ein bisschen anderes Run-Game sehen, mehr auf Speed. Da dieses Power-Element leider ausgefallen ist. Aber sowas kann auch unangenehm sein für eine Defense, weil du hast in der ersten Halbzeit hast du gehabt, durch die Mitte, müde spielen. Und jetzt kriegst du einen ganz anderen Spielertyp. Du musst dich halt jetzt komplett anders umstellen, ja. More Shifty bewegt sich. Wenn man da sagen muss, abgepfiffen. Abgepfiffen, daher. Was man jetzt gesehen hat, was schön war, war Nummer 8, das Safety, kam runter in die Box, da er auf diesen Run, auf das Contain gewartet hat. Nächster Versuch. Drinnen war es so, Quarterback wollte nach außen brechen,
und da hat nachher jemand gewartet. Und zwar wirklich sehr schön Danke und patient, Gott, keine Missteps. Dritter und sieben. Na, ich würde, also dritter und sieben, das sieht der Platzsprecher, würde ich auch nicht, ich sage dritter und vier. Auf der 50. Outside run. Ball weggeworfen. Vierter. Ja. In einer ganz blöden Feldposition. Du bist über der 50. Aber du kriegst einen wahnsinnigen Druck zurzeit drauf. Das, was wir vor der Halbzeit schon angesprochen haben. Er kriegt einen wahnsinnigen Druck. Das ist halt jetzt das, was ich angesprochen habe. Du musst halt die tolle Leistung der Defense auch erst einmal in Punkte ummünzen können. Und das war, soweit ich das jetzt sehen kann, nicht der Fall, weil ja, die man entscheidet sich zum Panten, man sagt, okay, gut, Defense ist gut rausgekommen, hat uns einen Turnover, wir vertrauen da drauf. David Ebinger wird den Ball panten. Snap ist da, ein Flag. Dafür angezeigt. Hingehen, kurz. Aber wir haben ein Fähnchen. Ein Fähnchen? Ein Fähnchen im Wind. Das verblasst doch noch richtig schön. Möchte da nicht vorgreifen. Ja, was wir gehört haben, unser Head Referee. Ja, unser Head Referee. Hat seit 30 Jahren aktiv. Ist seit 30 Jahren aktiv und startet, was wir verraten dürfen, heuer in seine letzte Season. Und was auch ganz toll ist, der Mensch bekommt seine 999 Spiele fertig. Und mit dem möchte ich aufhören. So sehr man sich über Refs manchmal ärgert als Spieler, als Coach, aber es gibt Sirs. Und den darf man dazu sehen, ein sehr erfahrener Mann. Hat schon einige lustige Diskussionen mit ihm auch gegeben, aber Hochachtung vor der Leistung in dem Sport. Offside. On the defense. Been in the neutral zone. Anderson. It's a 5-yard penalty. Result of enforcement. First down. Ganz, ganz, ganz böse wieder. Konzentration. Line up, schau, wo der Ball ist. Encroachment, wir sind in der neutral side aufgelined. Das heißt, das, was wir geforst haben, haben wir jetzt sofort wieder verloren. Trips Formation. Snap ist gut. Play Action. Incomplete. Incomplete Pass. Second down, immer an der 40. Zweiter und 10, Double Formation, kurzer Pass, schön, ein Quickstop auf die Nummer 25. David Ebinger kann hier eine Completion verbuchen, ich weiß aber, vier Yards. Ist sich nicht ausgegangen, dritter und 7 Yards. Also 44 Yards. Gut, Money down, drittes down. Wichtig, du willst am Feld bleiben, Defense möchte runter vom Feld. Run, aber leider too short. Und ja, was tun wir, für was entscheiden sich die Coaches? Ist schwierig jetzt. Ja. Die Entscheidung zu treffen, möchte ich nicht in deren Haut stecken. Letzter Versuch jetzt.
Ich glaube, sie bleiben da. Das ist ein Guts Call, so wie du dich gerade fühlst, wie du denkst, dass dein Team drauf ist. Man Coverage, kein hoher Safety. Pressure wieder angezeigt. Überworfen. Miscommunication zwischen Receiver und Quarterback. Turnover und Downs und das Angriffsrecht wechselt. Ja, jetzt eigentlich ziemlich ausgeglichen in der zweiten Halbzeit. Wir sehen hin und her. Beide Defenses haben adjusted. Stimmung ist gut, Publikum wird immer lauter. Run. Aber gut aufgepasst von der Box der Mustangs. Defense nach wie vor wieder sehr gute Leistung. Ja. Also kann man nicht meckern. Machen einen hervorragenden Job. Ein Wechsel in der D-Line. Weiter und 6 für die Danube Dragons. 2. Formation. Dürfte, wir haben wieder die Wing Formation. Pass. Fast wieder abgefangen. Fast wieder angefangen, aber über Freund und Feind hinweg. Philipp Doppler etwas zu klein, die Hände zu kurz. Aber risky play over the middle. Aber ja, die Dragons riskieren etwas mehr, setzen ein bisschen mehr auf den Pass. Und wir sind wieder beim wichtigen Third Down für beide Mannschaften. By two, wing formation. Quarterback im Druck und schön. Gute Coverage von der Defense. Ein Coverage Sack spielt keine Anspielposition, scrambled und gibt so dadurch halt der Defense Line Zeit, ihre Blocks zu schlagen und danach den Sack zu machen. Ja, vierter in der eigenen. In der eigenen Hälfte, denke ich schon. Wir haben absolut wieder, tolle Leistung von der Defense, ja. Kann man nicht meckern. Wir haben wieder Panther Dragons. Keinen Punt Returner, man entscheidet sich, dass es auf Safe spielt. Und wieder weg, man hört jetzt schon. Ja, bisschen abgerissen. Aber interessante Variation. Du hast einen Snap auf den Shield Guy, also die drei Personen dahinter. Und der entscheidet sich, aber der dürfte ihm mit dem Wind vielleicht ein bisschen abgerissen sein. Dadurch leider kein optimaler Punt. Also, nice Guards. So, damit eine neue Angriffsserie für die Mustangs. Eine neue Chance, Punkte aufs Board zu bringen. Wir haben im dritten Viertel noch knapp 6 Minuten zu spielen. Erster Versuch um 10. Motion 31. Wieder Run auf die Outside mit dem neuen Running Back. Macht gute Yards. Beiträge. 6 Yards Raumgewinn. Also man muss eines sagen, und das fällt mir auf, sie kompensieren Roland Adelboller ziemlich gut. Ja, sie haben ihren Spielstil angepasst. Wir attackieren jetzt mehr die Outside mit Speed. Und es ist wirklich wichtig, dass du jemanden im Petto hast, wenn dir dein Starter ausfällt, der
der Defense immer Probleme bereiten kann. Wir haben wieder Option. Gut aufgepasst, aber jetzt. Ja. Gut aufgepasst von der Defense der Dragons. Auf die Option stellen sie sich, glaube ich, schön langsam ein. Ja. Zweiter Versuch für die Mustangs. Nein, wir sind schon beim dritten. Ah, sorry. Zweite war die Option. Er hat noch ein paar Yards gemacht, aber wir sind wieder im dritten. Und ja, jetzt, ich greife jetzt nicht vor. Aber wenn wir es jetzt nicht converten, wenn sie es nicht converten sollten, hätten wir dann wirklich in der zweiten Halbzeit am Anfang einen Defense Battle, weil wir hatten noch keine wirklichen. Ah, da wird abgepfiffen. Okay, abgepfiffen, Delay. Leg auf dem Feld. Delay of Game, hab Open. Etwas vorgegriffen. Ja, macht's nicht einfacher. Außer sagst du dem Harden, na gut, mehr Anlauf, dass wir rauskommen. Ja, das nächste Mal stellen wir ein Phrasenschwein auf, aber es gibt halt Sachen, die wirst du dein Leben lang hören und du hörst in jedem Huddle. Und es ist auch immer wieder schön, wenn Leute das hören. Du kannst in manchen Situationen umgehen, dass du sagst, warum, deswegen, weshalb. Oder du versuchst noch immer irgendwie mit Spaß was Positives draus zu machen. Gut, wir haben. Oh! Ein guter Catch. Aber noch ein wirklich extrem nicer Hit. Also, wenn man Defense gespielt hat. Also das muss ich jetzt ehrlich anerkennen, der Hit war nicht von schlechten Eltern. Ja. Und er hat ihn so überrascht, unseren Lukas Plaschke, dass er den Ball fall gelassen hat. Das kamen gleichzeitig an, der Ball und der Verteidiger. Schlecht für die Hausherren, aber wie gesagt, es war für als Football-Fan war es wirklich schön. Ein nicer Hit. Und es mag, soll sich keiner verletzen. Aber ja, schöner Punt, gute Hände. Schöne Hits gehören dazu. Ja. 19. Gut. Und wir sind bei deiner Prophezeiung, es bleibt eine Defense-Schlacht. Es ist eine Defense-Schlacht. Das heißt, beide Defense-Units haben ihre Adjustments getroffen. Ich sehe jetzt noch üben. Außerdem haben wir bei uns auf der Seite haben wir noch ein Eye in the Sky bei den Dragons. Die haben einen zusätzlichen Coach, der für Analyse zuständig ist, der Herr Zotter. Sitzt mit seinem Mic auf der Tribüne und hilft noch aus. Ja, das darf man auch. Also Coaches, Staffs, die nichts anderes zu tun haben, als dass sie den Gegner analysieren, während du spielst. Ist auch etwas, was richtig Tolles ist. Aber gute Leistung der Verteidigung. Wirklich wieder. Kein Vorankommen für den Running Back. Kriegt den Ball und der Defender, Verteidiger ist da. Ja. Ja, ich kriege gerade die Frage von einem Zuschauer, welches Quarter es ist. Es ist das dritte Quarter. Wir haben 3 Minuten und 36 bei laufender Uhr. Im Moment die Denver Dragons am Ball. Spielstand weiterhin 13 zu 11 aus der Sicht der Dragons. Die Beine in die Hand. Und da muss er uns auf. Sebastian. Druck war da. Tackle hat seinen End schön gereached. Hat dem Quarterback so den Platz auf der Outside verschaffen und wir haben, ich glaube, das erste First Down in diesem Quarter bei 3 Minuten 10 und was man gesehen hat, es war auch kein Design der Spielzug, es war eher wieder mal ein Broken Play, wo die Athletik des Quarterbacks schön zur Geltung kam. Quick Pass auf eine Outroute von der Nummer 7, aber leider zu kurz. Leonardo Alumpe, eine schöne Route gelaufen, war frei, aber der Quarterback hatte nicht die Zeit und die Kraft, den Wurf anzubringen. Ja.
So, wir haben den zweiten Versuch für die Daniel Dragons. 2. und 10, Wing Formation. Incomplete Pass. Incomplete Pass. Ja. Der dritte Versuch für die Offense. Ja. Dritter Versuch und 10. Somit noch kein Raumgewinn für die Dragons. Defense also weiterhin mit einem sehr, sehr guten Job kann die Dragons Offense aufhalten und stoppen. Passversuch kommt an auf die Nummer 9 der Dragons. Oh. Gut, ja, noch gerettet, noch gerettet. Christoph Radlinger. Ah, großer Receiver. Man hat da versucht, die Matchup zu spielen. Du hattest einen kleinen Verteidiger, der zwar gut gestoppt hat, aber danach ihn nicht zu Boden bringen konnte. Ja, und ich denke mal, Dragons werden auch spielen. Wir haben den 4. Run, fahren wir. Nein, gehen sich nicht aus. Probleme beim Snap. Danach hatten wir noch einen Fumble, der wieder secured werden konnte. Gut. Turnover und Downs. Fakt, ein First Down in diesem Viertel aus einem Broken Play. Weiterhin eine Defensive Battle. Machen alle zwei Defenses einen richtig guten Job. Wing Formation, Nummer 4 im Backfield. Der Run ist da, auf die Outside. Ja, durch die Mitte kann es der Herr Sage auch. Und wir haben gute 5 Yards. Aber leider wieder ein verletzter Spieler. Aber Zweiter Versuch. Und 6. Motion des Wingbacks. Ball wird abgegeben. Benedikt Sage, der gut durchkommt. Und sich, glaube ich, zum First Down durchbringen kann. Short. Dritter und letzter Versuch. 2 Yards. Okay. Gut. Wird hoffentlich nicht zum Stolperstein. Wir können ein erstes First Down. Das Spotting ein bisschen weiter vorne hätte ich ihn schon gesehen, aber ja. Ist natürlich jetzt wieder ein. Die Herrschaften stehen dort unten, wir sitzen etwas erhöht. Ich glaube, die haben einen besseren Blick drauf. Wir haben Heavy Backfield. Oh. Da fliegen die Fahnen. Ja, man hat sich selbst ausgetrickst. Man wollte ein Encroachment provozieren. Aber leider hat es leider nicht verbuchen können und muss somit die Strafe wahrscheinlich in Kauf nehmen. Warten wir den Call up. Es wird so von beiden Seiten werden Liebenswürdigkeiten. Ein bisschen Trash-Go gehört dazu, da gibt es immer spezielle Leute dafür. Gut, sie geben das Offside. Vollstart der Offense, 5 Yards
Damit haben wir ein automatic first down. Ja, es geht 5 Yards retour und wir sehen den dritten Versuch noch einmal. Somit hat man sich hier keinen Gefallen getan und muss 5 Yards wieder gut machen und mehr, um ein neues First Down zu erhalten. Und leider incomplete. Leider incomplete, Miscommunication. Vierter und letzter Versuch. Aber sie kriegen extrem, also die D-Line der Dragons bricht zurzeit wieder extrem schnell durch. Ja, Defense Battle geht weiter. Wir haben noch 44 Sekunden, eigentlich jetzt in einem dritten Viertel. Punkte eher mager. Punt von David Edinger. Schöner Punt, gute Hinterein. Oh, schlechter Bounce. Oh, tut weh, draufschmeißen. Okay, gut. Kurzer Schreckmoment, weil Ball wurde berührt, aber ja, der Masterspieler hat sich gleich wieder draufgeschmissen. Ja, also somit. Es ist ein ganz schlechter, es war ein schöner Punt, aber es war ein schlechter Bounce. Uhr steht im Moment bei 37 Sekunden im dritten Viertel. Das heißt, das dritte Viertel bleibt weiterhin eine Defense-Schlacht. Und punktelos. Und punktelos, ja. So. Schöner Wurf. Nice Pass. Über Route, über die Middle of the Field. Die Nummer 87, Philipp Pares, kann den Ball für sich behaupten. Und kriegt und ein neues First Down. Das heißt, ein First Down mehr im dritten Viertel. Durch ein designtes Play. Ja, aber Dragons gehen mehr über den Pass jetzt gerade. Wir haben eine Motion. Run jetzt über die Nummer 27. Sick, kann Run hier gut durchgehen. Fumble! Fumble! Er war noch nicht out of bounds. Ich finde es, ja, es ist ganz toll. Das sind jetzt ein paar Sachen. Ja, man sollte die Nummer 2 wieder in die Box reinholen. Ah, so wie ich jetzt sehe, haben wir beim Headref, wenn das Holding. Gut. Der ganze Spiel, Aufregung umsonst. Aufregung komplett umsonst. Ja, schön über das B-Gap rausgekommen. Danach einen guten Run. Für mich war er noch im Bounce und diesmal haben wir wirklich schön hingesehen. Aber das ganze Aufregen ist umsonst, da wir ja, ein Holding hatten. Was jetzt auch wieder, du hast ein super Spielzeug, hast einen schönen Run, machst Mörder Raum gewinnen, drehst dich um und siehst die Flagge liegen. Also auch als Offense dann ein etwas deprimierendes Erlebnis. Das ist dann nicht so schön, das ist richtig. Durch ein Holding also der Spielzug zunichte gemacht. Der schöne Raumgewinn quasi futsch. Und die Offense der Dragons kann sich neu aufstellen und muss. Quarter Change. Ja, yeah, looks like. Ja, Quarter Change. Ja, Quarter Change. Quarter Change, dritte Viertel somit das heißt, zu Ende. Weiterhin es ist eine extrem tighte Partie. Man muss jetzt wirklich sagen, in dem letzten Viertel haben die Defenses beider Teams wirklich den Stempel aufgedrückt.
Ja, man muss jetzt halt schon schauen im vierten Viertel, weil irgendwo muss jetzt da auch ein bisschen wieder der Biss reinkommen, weil du stehst im letzten Viertel, du hast einen Spielstand von 13-12 aus der Sicht der Dragons, darauf kann man sich nicht ausruhen. Das ist nicht wirklich viel, es ist... Also du musst als Offense jetzt auch was tun, um diesen Vorsprung nach Hause zu bringen. Und ja, viertes Viertel. Wer hält die Konzentration, wer ist besser in Shape? Ja. Da spielen jetzt wieder viele Dinge. Kann etwas sein, wo du einfach sagst, okay, ich kann ewig spielen, weil der Push da ist und weil du es glaubst. Oder du sagst, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, bitte lass es schnell vorüber sein. Oder du zitterst dich bis zum Schluss durch. Das, ja. Wieder psychologische, wie geht's denen da unten? Es wird jetzt hart. Ja, weil letztes Viertel, wie ist Conditioning? Die letzten Kräfte müssen mobilisiert werden. Und das ist das, was dir jeder im Winter sagt, wenn du nicht verstehst, dass du wie ein Wahnsinniger über dieses Feld kaufst, den Sprints, und irgendwer erklärt dir, ja, im Sommer oder im Frühling sind das nachher das vierte Viertel, wo du noch die Kraft hast. Und je länger du spielst, kommst du drauf, ja, es stimmt, aber die Luft geht dann irgendwann trotzdem aus. Absolut richtig. Wieder Pressure angezeigt. So cool. Wieder. Pass auf die Incomplete Pass. Dragons mixen jetzt aber schön durch. Du hast immer wieder Passversuche. Der Quarterback Sebastian Schlaghaufen, ein Incomplete Pass zu verbuchen. Somit zweiter Versuch. Zweiter und lang. Und lang. Man darf die Strafe von vorher nicht vergessen. Das Holding von vorher zählt noch immer dazu. Und somit ein langer Weg zu gehen. Outside. Quarterback Keeper. Quarterback wieder selber. Ja, und der kann ja einiges der gut geht machen. Der ein geht. Wahnsinn, der Run hier von der Nummer 12, Sebastian Schlagenhaufen, der hier sehr, sehr viel Raumgewinn erzielen kann und plötzlich die Dragons weit nach vorne bringt und zu einem neuen First Down bringt. Somit ja, die Athletik des Quarterbacks sieht man hier richtig schön. Also der hat richtig noch Schmalz in den Beinen nach vier Vierteln. Aber interessant, wir dachten es wäre es. Nein, er dürfte zu früh out of bounds gestiegen sein. Ah, wir ja. haben den dritten okay. und kurz. Gut, dann war ich zu euphorisch und so aber mit dritten und kurz. Aber trotzdem wirklich starke Leistung der Nummer 12. Dritter und vorletzter jetzt für die Offense. Also für die Defense der Mustangs doch noch die Chance, die Dragons aufzuhalten und sie daran zu hindern, einen First Down zu erzielen. Quarterback steht in Shotgun Formation. Goss auf die Outside, Contain gebrochen und da ist niemand mehr. Nein, da ist hat niemand mehr. Hat sich angekündigt, Dragons. Die Nummer 27 der Dragons, Manu Böck, macht hier den Rushing Touchdown und kann die Führung der Dragons weiter ausbauen. 19-11 im Moment. Wir warten auf den Extrapunkt. Neuer Spielstand 11-19. Wieder Probleme, so wie es ausschaut. Extrapunktversuch nicht gut, es bleibt beim 11-19. Bleibt beim 11-19, Extrapunktversuch nicht gut. Somit außer Sicht der Mustangs ein 11-19. Bei knapp 11 Minuten restlicher Spielzeit. Die Dragons werden den Ball kicken und den Mustangs somit übergeben. Und dann haben die Mustangs erneut die Möglichkeit, sich aufs Scoreboard zu schreiben in dieser Halbzeit. Hoffen wir mal, dass ihnen das gelingt. Es ist ein One-Score-Game im Moment. Das heißt, ein Touchdown genügt den Mustangs, um den Gleichstand zu erzielen. Und wenn es hart auf hart kommt, kann dieses vergebene Field Goal sogar spielentscheidend sein. Ja, kann es. Wichtig ist jetzt nur, wie schaut die Körperhaltung aus? Ja, es ist nur ein Score.
Und da muss man jetzt reinkommen, muss sagen, okay, Burschen, abhaken, das vierte Viertel, wir müssen was machen, voll konzentriert und Gas geben. Die Nummer 16, Michael Eberharter, kickt den Ball. Lass ihn durch. Oh, Probleme bei der Annahme, nimmt ihn noch auf. Ah, da fliegt eine Flag auf der Seite. Eine Flag. Wir warten, was das zu bedeuten hat. Die Refs werden sich kurz besprechen, warum und wieso hier eine Flag geflogen ist. Und der Head Ref wird in Kürze die Entscheidung verkünden. Ja, leider hat es im dritten Viertel nicht dazu geführt, dass die Mustangs scoren konnten. Wie gesagt, hoffentlich gelingt es ihnen jetzt im vierten Viertel. Es ist ein One-Score-Game weiterhin. Spannend und wie gesagt, es kriegen wir wieder einen langen Pass über die Mitte auf, wie sie es schon zweimal geschafft haben. During the kick, illegal block in the back by the kicking team number 11. It's a 10-yard penalty from the end of the kick, first down. Ja, first down für die first Mustangs. Down. Das Kicking-Team hat die Strafe zugesprochen bekommen durch einen verschuldeten Block in der Back. Und was, ja, was man auch nicht so oft hört. Nein, beim Return wäre ich jetzt drauf gefasst gewesen, aber das Kicking-Team. Ja, aber gut, die Refs stehen daneben, sie haben es gesehen. Das heißt, bis jetzt muss man, glaube ich, kann ich sagen, können wir beide sagen, dass die Ref-Leistung eigentlich absolut solide war. Ja. Gibt's gar nichts. Halten das Spiel auch schön ruhig, das hat man von Anfang an gesehen, haben sich immer wieder Kontrahenten zusammengeholt und haben es beruhigt. Also ja. Solide Ref-Leistung. Und wir beginnen das Spiel. Den Spielzug bei 1. und 10 für die Mustangs. Oh, leider Gottes, ein Incomplete Pass. Der ja, Sagelbrüder. Ja, sehr spät am Pfiff, da waren jetzt die Spieler, glaube ich, auch etwas verwirrt. ja, Incomplete Pass. Zweiter Versuch jetzt für die Mustangs. Ein Run über Run Benedikt Zagel. Über draußen, schön! Kann hier mehr als nur ein First Down machen. Wunderbar, das ist das, was du gebraucht hast, ein Ausrufezeichen. Das war ein schönes Runplay bis knapp an die 40-Yard-Line von Benedikt Zagel. Und da hat wieder ein alles Ausrufezeichen. Gepasst. Das brauchst du. Das brauchst du jetzt im letzten Viertel, um nochmal Dampf zu machen, um zu zeigen, wir sind noch da und das ist bei dem Spielstand auch immens wichtig. Wie gesagt, weiterhin ein One-Score-Game, noch nichts verloren. Knapp 10 Minuten 20. Ball wird abgegeben. Ah, ja. Schön aufgepasst, gut aufgepasst von der Verteidigung. Die Nummer 14 der Mustangs hat hier versucht, sich durchzudanken, Christian Beisteiner. Aber die Defense der Dragons war darauf gefasst, konnte ihn stoppen. Somit zweiter Versuch und kein Raumgewinn. Pass von Valentin Zagel hat hier lange Zeit. Oh, schön, schön, schön. Auf Lukas Raschke. Gut, schwerer Fehler von der Nummer 21. Bricht hier die Coverage ab. Attackiert den Quarterback. Lasst so seinen Receiver offen. Quarterback gut gesehen, konnte ihn werfen. Großer Raumgewinn.
merkt euch jetzt, jetzt war es kurz ruhig, aber das Publikum wacht wieder auf, feuert an. Ja, die sind auch jetzt immens wichtig. Das Publikum muss hier die Mustangs richtig nach vorne peitschen. Dass hier dieser eine Score, der fehlt, auch fehlt. Shotgun Formation durch Valentin Sagel. Er behält den Ball, kann hier einiges an Yards gut machen. Macht doch. Gute Yards. Meiner Meinung nach sind es drei, vier Yards, die er gut machen kann. Ja, ich glaube, die Kommunikation zwischen der Seite und der anderen Seite hätte ich etwas weiter vorne gesehen, aber ja. Zweiter Versuch, um circa 7 Yards zu gehen. Schöner Pass. Oh! Leider incomplete. Ah, oder ärgert sich der Quarterback? Ah, gut gelöst. Verletzter Spieler am Feld, die Nummer 8 der Dragons. Wie ist etwas angeschlagen? Mathieu Candolo. Ja. Ja, dritter. Trips in the boundary. Könnte man jetzt schon auf Screen tippen. Incomplete Pass. Vierter Versuch. Downmark ist sich nicht ganz sicher, ob 3 oder 4. Er wartet noch. Es ist der vierte, aber ja, da musst du jetzt gehen. Ja, ich wollte es gerade sagen, da musst du jetzt durch, weil du kannst dir ein Field Goal nicht erlauben, das ist ein One-Score-Game im Sinne von einem Touchdown. Deswegen. Ja, wie sehr vertraust du deiner Defense? Sagst du, du gehst dafür und sagst, sie stoppen mir noch einmal. Aber das schaut natürlich von oben immer leicht aus, als es unterm Spielfeld tatsächlich ist. Das ist halt die Geschichte, wie fühle ich mich gerade? Fühle ich es gut? Denke ich, dass es gut ist? Sie probieren es auf jeden Fall. Pass! Passversuch, er wird am Pass leicht gehindert. Und Turnover und Downs. Defense der Dragons hat gut aufgepasst und ja. Es bleibt beim 19:11 aus Sicht der Dragons, die jetzt natürlich aufs Feld kommen und den Ball an Ort und Stelle übernehmen können. Knapp 8 Minuten zu spielen im letzten Viertel. Es wird nicht einfacher, ich sag's mal Nein. so. Also das wird jetzt das eine harte Aufgabe. Einfach, du brauchst einen Stop. Du brauchst jetzt umso mehr die Defense. Stop. Du brauchst jetzt eine Defense, die zuerst mal stoppt. Jetzt sind sie low in the box. Passversuch. Zu weit, zu weit, zu weit. Gute Idee, wieder. Die Nummer 87, Philipp Preis, spielen Man Coverage und sie bringen wieder mit diesen Crossing Routes, wo sie versuchen, einen Receiver, einen Defender mit einem Offenspieler zu behindern.
Die Konzepte sind gut, nur ja, das zweite Spiel der Saison, das Timing ist noch nicht 100%. Run, aber gut aufgepasst, kein Vorankommen. Erik Manz hat hier wieder seine Stärke bewiesen. Ja, und das ist schon ein bisschen Fleisch, was man da bewegen muss als O-Liner. Es gibt einen Grund, warum Defense Tackle eine begehrte Position ist im Draft, auch in Amerika, weil du musst einen Menschen mal finden, der die Körpermasse hat und sich trotzdem schnell bewegen kann. Es schaut das ist immer das nur Zauberwort. So. Schnelle Bewegung trotz Masse. Explosivkraft auf kurze Distanzen und das aber kontinuierlich und immer wieder. Also dritter und lang, wir haben Wing Formation. Geht nach außen, Quarterback geht wieder selber. Aber ja, zum Glück, er konnte gestoppt werden. Ganz knapp, ganz knapp. Ein verletzter Spieler im Feld. Okay, ja. Gut, ja. Wieder, es ist eine Individualleistung von einem Quarterback, der sich da lösen kann. Erik Manz kann aus eigener Kraft das Spiel verlassen. Very lucky. Ja. Vor allem von unserer Seite her wäre sich nicht ausgegangen, die weitere Seite des Feldes hat das First Down gegeben. Aber ja, man darf nicht nachlassen. Also man muss jetzt langsam den Quarterback unter Kontrolle bringen, weil das ist zurzeit der Spieler, der einen die meisten Probleme bereitet. Wing Formation. Wieder der Quarterback, der selbst geht. Großartiger Raumgewinn. Out of bounds und da gibt es die nächsten vier Versuche. An der 45-Grad-Linie in der Hälfte der Masse. Mit den Cheerleadern. Defense! So. Neues First Down. Und ja, es wird. Wir haben noch 6 Minuten. Aber ja, die Dragons haben eine Lösung für die Defense gefunden. Ja, die Dragons jetzt beim ersten Versuch. Toss auf die Outside. Ballübergabe. Josef Kerbel, harter Run. Second down an der 45. Und noch 5 für die Offense. 5:29 noch auf der Uhr. Motion in Twin Set. Ballabgabe. Lauf geht durch die Mitte. Und ist für ein First Down. First Down ist es noch nicht ausgegangen. Nein, knapp nicht. Dritter und ein Yard. Dritter und Inches meiner Meinung nach. Ja, aber was man sagen muss, Dragons spielen es eigentlich sehr ruhig runter. Schaffen wir es immer wieder, einen Quarterback in Szene zu setzen, in Broken Place. Also da sieht man schön die Athletik und den Speed. Wieder Run über die Inside.
und reicht auf jeden Fall fürs First Down und eine neue Angriffsserie für die Denver Dragons. Ja, die haben jetzt natürlich, ich will nicht sagen, alle Zeit der Welt. Na doch, haben sie eigentlich. Ja, sie haben alle Zeit der Welt. Die Uhr läuft, 4 Minuten 20, sie haben 6. Sie sind nach wie vor 7 Punkte, 11 zu 19, also 8 Punkte Vorsprung. Und es ist einfach jetzt gerade Zermürbung. Also es ist heiß, viertes Viertel. Du denkst immer wieder, du stoppst sie, dann kriegst du diese langen Runs vom Quarterback. Der Pizza auf 27. Aber gut Die Zeit läuft nicht gerade für die Mustangs, muss man sagen. Sie haben jetzt, die Zeit läuft bei 3,40 im Moment. Und ja, die Dragons haben, wie gesagt, alle Zeit der Welt. Da wird auch kein Quick Play Calling mehr kommen. Man lässt der Quarterback. Er nimmt sehr gelassen, lässt die Uhr runterlaufen, nimmt Zeit runter. Wieder Run, aber gut aufgepasst. So, dritter und lang. Ja, Timeouts wurden noch keine genommen. Nein. Eigentlich müssten beide Teams. Damit können diese 3 Minuten doch noch etwas länger werden, als man glaubt. Ich wollte gerade sagen, dritter und lang, wenn der jetzt gestoppt wird und der vierte dann auch noch gestoppt wird, dann... Timeout hätte man nehmen können bei dritter und lang. Die Uhr läuft gegen die Mustangs. Natürlich, die lassen sich Dragons am Zeit. Wing Formation. Pass, man versucht es wieder. Oh, guter Pass. Auch gut gefangen. Ja. Mann, harter Hit, konnte den Ball aber festhalten. First Down, ganz knapp an der Endzone, das macht es nicht gerade einfacher. Nein. Also das ist schon eine Mammutaufgabe für die Defense. Den Run kurz vor der Endzone, wird aber schön dicht gemacht. Die Zeit läuft nach wie vor. Wir haben einen verletzten Spieler. Leider nicht zu erkennen, welche Nummer. Mann mit der weißen Kappe, Peter Müller. Aber kann schon wieder stehen. Ja, das ist jetzt eine Situation, in der möchtest du nicht stecken als Defense. Dich da jetzt noch mal rauszuboxen und diesen so wichtigen Stopp zu machen. Ja, aber why not? Das ist, daran musst du noch immer glauben, dass ich stopp als DB. Vielleicht ist ein Fumble, ich kann ihn recovern. Toss auf die Outside, schön gewartet, wieder gestoppt. Aber ein schöner Stopp. Der Defense der Mustangs. Timeout wird genommen. Taken by the Mustangs. It's the first team timeout. Die Mustangs nehmen bei 1 Minute 29 ein Timeout.
Jetzt haben, jetzt haben wir die umgekehrte Reihenfolge wie vorher. Vorher hatten wir, dass das die Dragons versucht haben, Zeit noch zu konsumieren, Zeit auf der Uhr zu behalten. Jetzt machen das die Mustangs. Yeah. Und es muss auf jeden Fall ein Touchdown her und dann auf jeden Fall das Field Goal, um das Game, beziehungsweise die Two-Point-Conversion, das Game auszugleichen. Er sagt, ja, in der direkten Begegnung. Das Gute für die Mustangs ist, wenn es so bleiben sollte. Es waren 14, 7, 9, 8. Man sollte schauen, dass man den Score haltet. Jetzt ist der Score da wieder. Schön am Tackle, den Tackle nicht finishen können. Running Back bricht aus und damit der Touchdown für die Danny Dragons 2. Ja, und das war, glaube ich, die Situation, die du auf keinen Fall haben wolltest. 25-11 der Spielstand aus der Sicht der Dragons. Wichtig wäre also der Score für die Mustangs doch noch. Wenn man das Spiel von letzter Woche nimmt, dann wäre man mit einem Score in der Gesamtqualifikation. Der Extrapunkt ein bringt Point. Nichts ein. Ja, wir haben einen Unterschied von 14 Punkten. 14 also Punkten. Two-Score Game. Aber wenn es so bleibt, hätten wir den Gleichstand. Wir haben ein 1-1, wie sie vorige Woche gespielt haben, 14-28. Das heißt, sie würden in der Tabelle auf dem gleichen Platz bleiben. Wenn wir jetzt noch einen Score für die Mustangs hätten, würden sie damit weiterziehen. Jetzt die Frage, sagst du, gut, okay, wir lassen es oder riskiere ich es? Wie ist meine Offense gelaufen? Schaffen wir es nicht? Es wären auf jeden Fall für mich interessante 1 Minute 20, wie sie es anlegen. Das auf jeden Fall. Aber es wären auch sehr, sehr schwierige 1 Minute. Ja, man wird jetzt 1 Minute 20. Dragons werden tief stehen, werden tief verteidigen. Ja. Vom Run wirst du dich jetzt nicht mehr so fürchten bei der Situation. Ja. Wir werden sehen, was die letzten 82 Sekunden bringen. Gut. Wie es aussieht. Jetzt einmal der Kick durch die Nummer 87. Neuer Kicker. Philipp Barres. Aber Stopp. Das Spiel wird unterbrochen von einem Referee. Das ist natürlich auch jetzt, was man dazu sagen muss. On the white team, number 17. It's a 5-yard penalty. We play the kick. Okay. Okay, die Dragons müssen 5 Yards zurück. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum. Wir hatten eine Substitution Infraction. Beim Wechseln, also ein Spieler dürfte nicht sicher gewesen sein, ob er oben ist oder nicht. Ist aufs Feld gelaufen, dann waren sie zu viel, dann ist einer runter. Gut, ist ja gut für die Mustangs. Wobei es ein, man sieht jetzt schon bei den zwei Returnen, der Kick kommt gegen die Sonne. Schön angenommen. Go. Schön über die Outside. Kann sich noch auf den Beinen halten. Ja, und guter Return. Guter, richtig guter Return. Die Nummer 12, Philipp Klanner, der heute fangt schon gut an. Das ein oder andere Mal positiv aufgefallen Return ist. Return auf jeden Fall. Ja. Jetzt, let's see how the. Schauen wir uns an, wie es die 72 Sekunden auf der Uhr für die Mustangs hier doch noch das Unmögliche möglich zu machen. Aber es wird schwer. So ehrlich muss man sein, es wird schwer. Ja, man sagt, nichts ist unmöglich in dem Sport, aber manche sagen, es wird schon richtig schwierig. Also man kann auch von 8:24 zurückkommen, glaube ich, sogar in einer Super Bowl. Aber ja. Mittlerweile auch Quarterback-Change bei den Mustangs. Valentin Sagel wird ersetzt durch die Nummer 1, Lukas Benesch. Second down. Ja. Bin
wie gesagt, zu der ganzen Geschichte, Coaches Weisheiten fürs Phrasenschwein, aufgeben wir der Brief. Aber absolut. Ja, ja, man hat einen neuen Quarterback gebracht, der eher der Passer ist, also wo man mit dem Valentin einen sehr mobilen Quarterback hat, hat man mit dem Lukas jetzt eigentlich jemanden, der ein Pocket Passer wäre. Schöner Pass, aber ja, leider überworfen. Ist auch wirklich schwer, so spät in das Spiel reinzukommen und danach die Pässe anzubringen. Chemistry mit dem Receiver zu haben. Dritter Versuch und 10. Ich prognostiziere einen weiteren Pass, ganz vorsichtig. Ja, wenn es dich gerade entscheiden sollst, ich spiele dann daraus nach einem Draw und du schaust ziemlich dumm aus der Wäsche, aber ich denke schon, dass es ein Pass werden wird. Wir sind drinnen. Pass gefangen. Eine Completion, ja. David Edinger kann eine Completion verbuchen. Aber etwas zu kurz. Gut, ja, aber ja, am Punt werden wir jetzt nicht mehr spielen, nein, ich denke. Also alles oder nichts. Wir werden gehen. Zeitmäßig, die Uhr läuft. Ja. Knapp 30 Sekunden noch, Vierter und Short, jetzt sollte man sich noch bewegen, auf seine Positionen sprinten. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Schöner Snap. Unser Quarterback geht selbst das First Down. Timeout, denke ich, ja. Schafft das First Down und das Timeout wird genommen. Timeout, taken, by the mountain. 10 Sekunden. Der Quarterback hat sich extrem viel Zeit gelassen, das ist jetzt auch, ja. Wie gesagt, so spät in eine Partie kommen und dann da lassen. Wir haben jetzt auch wieder einiges, ein bisschen was in Sekunden verloren. Ja, wie gesagt, Augen zu, ein heiliges Maria. Schauen wir, dass wir in die Endzone kommen. Dragons verteidigen gut tief, das wird schwer werden. Da muss jetzt wirklich einer sein Individual Matchup schaffen, also dass die Nummer 25, was ein sehr großer Receiver ist. Auf der Backside hast du auch die Single Receiver Seite, aber du siehst schon jetzt, wie die DB stehen, dass sie ziemlich tief stehen. So, ein Pass auf die Nummer 12, aber risk, gut aufgepasst. Deflected von der Nummer 22. Aber ja, 4 Sekunden haben wir noch. Das heißt, ein Pass ist auf jeden Fall noch drinnen. Unterm Strich kann man sagen, die Mastex haben eine sehr gute Leistung geboten. Ja. Und sowohl Offense als auch Defense. Hat. Dragons sind im zweiten, muss man sagen, Dragons im zweiten, in der zweiten Hälfte ziemlich abgesteppt. Gute Adjustment getroffen. Ja. Aber ja, bei dem Spielstand. Pass jetzt wieder durch die Nummer 1 und der wird abgefangen. Und das ist das, was nicht passieren hätte dürfen. Der Spieler, das Spiel mit der ist vorbei. Geht out of bounds, die Nummer 28, Max Müller. Beendet somit das Spiel aus Sicht der Dragons. Das Spiel ist auch jetzt offiziell vorbei. Ja, und also damit steht das Heimteam einmal gewonnen, einmal verloren. Punkteteilung ja, ist gleich. Also zwei Teams, die sich gut vorbereitet haben. 25-11. Ein gutes Football-Match. Ich bedanke mich bei meinem Co-Kommentator. Danke auch, es war sehr nett, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, wir werden euch wahrscheinlich noch einmal unterhalten dürfen. Ich sage danke an die Kamera und einen schönen, tollen Frühlingsabend. Danke euch und schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.
Division sehen werden. Für die Sinne kommst du nach Hause.